Also, ich konnte zwei Blutdursttränke herstellen. Oh, das ist nett. Ich habe Das mir. ist nice. David hat ja noch Nee, Quatsch. eins. Hast du Na, ge. den habe ich noch nicht getrunken, aber den kann Okay. ich ja Dann packe ich bald dir trinken. noch mal einen rein. Jusen packe ich einen rein. Und Perfekto, Heiler danke. packe ich Elixier der Wachsamkeit rein. Achso, Dann kann keine er. Kultivierung oder sowas konntest du nicht erstellen, oder was? Doch. Packe ich ihm auch noch alles rein. Ah, okay. Diese Arcana-Kultivierung ist auch Ja. eigentlich ganz gut für Paldoros, oder? Ja, das brauche ich immer zwischendurch. Also wenn es mal enge wird, ich benutze ja erst meinen Zauber Arcana Erholung, den ich ja durch, ich glaube, einen Rüstungsteil Ja, bekommen aber so ein habe. Und dann habe ich Elixier hält ja ja. bis zur langen Rast, weißt du, Paldor? Dann nimm Ja, erstmal genau. auch so ein Und Elixier. naja, aber bei den Elixieren ist halt der Nachteil, wenn man, wenn ich jetzt ein anderes Elixier nehme, wie der Wachsamkeit oder so, und dann später ein Arcanit-Elixier nehme, tauscht sich das halt aus. Aber ich kann theoretisch gesehen von den Arcanen-Elixieren, kann ich mehrere hintereinander trinken und krieg dann immer einen Zauberplatz der Stufe 2, 3, 4, 5 oder 6 dazu. Oder 1, 1 gibt's ja auch. Also die kannst du hintereinander einfach trinken, ohne den Effekt zu verlieren, aber bei den anderen Elixieren funktioniert das nicht. Okay. Wie, du kannst Arcane Kultivierung stapeln, sag ich mal, von der Wirkung her mit den Elixieren oder was? Ja, es ist halt, Okay. es stellt ja bloß einen Platz wieder her. Wenn der Platz hergestellt ist, kann ich noch einen trinken und kann einen anderen Platz noch herstellen dazu. Okay, Und dann kann ich noch eins das trinken. ich dachte, das bleibt bei einem Platz. Nee, nee, Aber gut. bei dem halt nicht, obwohl sonst alle anderen Elixiere, soweit ich weiß, sich halt nicht stapeln lassen und du sie nur austauscht, wenn du sie trinkst. Genau, so kenne ich das auch. Aber Okay, bei mir das ist es wusste ja ich ein nicht. permanenter Effekt. Würde ja nichts bringen, wenn ich einen trinken muss. Einen Zauberplatz wieder herstellen kann, um dann den Zauber irgendwann zu machen. Weißt du, wie ich meine? Das Ja, David wäre macht gerade irgendwie ein den bisschen Flitzer. unlogisch. David macht gerade irgendwie den Flitzer, sehe ich. Na gut. Warum läufst du nackig hier lang? Was ist denn Du los kennst mit mich dir? seit Verbrechen. Was? Was? Diese Arcane-Batterie habe ich ja auch noch. Also habe ich sogar drei Sachen, die ich so schon machen kann: Zauberplatzregeneration, Arcane-Erholung und Arcane-Batterie. Und dann habe ich noch die Tränke von Alex, um mit Zauberplätze wiederherzustellen. Das ist sehr gut für dich. Coolio. Dann waren wir jetzt Besser, raus aus besser. dem Lager oder wollen wir noch hier ein bisschen weiter rumchillen? Also, ich Wo find's wollte eigentlich man ganz hin? nett hier. Ne, dann machen wir's. Ist hier irgendwo ein Ja. Lagerfeuer? Können wir uns mal hinchillen? Ne, sind nur Fackeln überall. Aber wie es leckt. Oh, David, geile Unterhose. Ja, David macht den Bleib mal Flitzer stehen, ich gerade. will mir die mal die genauer angucken. Da Die war sind vorher bestimmt. weiß. Und ohne Bremsspuren. Wie hast du das mit dem Ocker und dem grünen Muster hingekriegt? Also da musst du ja schon echte Talent für haben, wa? Naja, Talent würde ich nicht sagen. Aber komisch, wir sehen nur im Gesicht so abgefuckt aus. Die restlichen Adern am Körper gehen eigentlich. Außer als hätte man einen Spritzpups ins Gesicht gekriegt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, Schön, David. aber. Gut, dass ich die Kamera hinten hatte und nicht vorne. Ich frage mich auch, ob das eigentlich ein Problem ist, weil man sieht ja jetzt die Nippel vom Charakter. Aber bis jetzt hat, auch beim letzten Mal, wo man die Nacktszene gesehen hat, wo wir mit dem Ja, wie gesagt, es gibt. Gehirnschänder-Typi geschlafen haben, wurde nicht rausgenommen. Gibt, glaube ich, einen Streamer-Modus. Weiß es halt nicht. Ja, Es war genau. auch das erste Mal, sieht es Genitalien nackig aus. anzeigen kannst du ein- und ausklicken. Ah, okay. Und Nacktheit in Zwischensequenzen kannst du auch in Haaren. Ja, aber ist mir Rille. Ich bin da nicht rausgeflogen. Ich Ja, denke mal nicht, das musst war. halt nur gucken mit der Aufnahme, das VOD oder wie das heißt. Ja, Das das werden wir Video. dann beim Schneiden merken. Er sagt es ja dann an und sonst muss man es nochmal aufmachen, muss die Szene halt rausschneiden oder verpixeln gleich. Und dann muss man es halt nochmal rendern und hochladen. Wenn er da Probleme mit hat, vielleicht hat er da ja auch gar keine, denn wenn es bei YouTube hochgeladen wird, was bestimmt noch 2 Monate dauert oder so. So, ich würde mal das Lager verlassen. Ja, ich komme Tu auch das raus. nicht! Nein, was? Na, okay. Und tschüss. Ah, hier ist noch diese Zauberfolge, genau. Das war ja, wenn du ein Untoter bist, soll das mal schauen, wenn du eine. Achso, wenn du kein Untoter bist, also keine Ist aber Zauber verflucht, wirkst. also ich könnte uns alle entfluchen, ne? Aber ich glaube, das kriegen wir dann immer wieder. Das ist Ja, ja weil es alles halt neu. in der Umgebung ist, leider. Okay. Ja, müssen wir halt gucken, ne? Auf jeden Fall kann ich euch sagen, Leute, die Woche kommt auf unserem YouTube-Kanal SG Präsentieren vom Schachschaulinchen und mir.
Kommt noch unser erstes Mal, wo wir Lethal Company, das war glaube ich letzte Woche, gespielt haben. Das habe ich mal komplett zusammengeschnitten in den Stream. Und der kommt dann morgen so um 17 Uhr circa raus. Und ich denke, dass ich noch am Sonntag eine Baldur's Gate-Folge fertig machen werde. Und dann noch eine Anfang der Woche und dann ist der Schachschaulin wieder dran und dann macht er die nächsten zwei. Wir wechseln uns ja immer ab fleißig. Weil wir uns gedacht haben, könnt ihr ja auch mal gerne in den Kommentaren sagen oder auch hier im Chat schreiben, ob ihr das gut findet, dass wir die Folgen immer alle zwei Folgen im Moment im Wechsel machen. Oder ja, ob ihr das blöd findet. Bloß wir haben uns gedacht, so seht ihr auch immer mal die andere Seite. Und das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Genau. Glaube, wir müssen die Leiter hoch, Freunde. Hier Okay. unten waren wir durch, denke ich. Nee, ich glaube nicht, dass wir die Leiter hoch müssen. Wir sind Nee? von der anderen Seite gekommen, mit aus dem Gang. Also müssen wir hier drin erstmal was. Nee, da hinten. Die andere Tür. Da sind wir hergekommen. Und dann wollten wir ja noch da hinten weitergehen. Peiler hat ja nur gesagt, da ist eine Schatzkammer, deswegen sind wir ja alle zurückgekommen. Genau. Könnt ihr euch erinnern? Nö. Naja, dann komm einfach mit. Ja, Meister. Besser ist es. Ja, Meister. Gut, Igor. Ich hoffe, das Spiel Okay, hört mal langsam auf Meister. rumzulecken. So, hier wollten wir dann weiter. Okay, Meister. Kein Problem, Meister. Ich folge Ihren Füßen. Besser ist es. Wahrnehmung fehlschlagen. Vorsicht. Ja, hier ist eine Wahrnehmung bei mir. David? Ah, du bist hier schon lang gelaufen, hast. Ne, ah, okay. Cool. Alle K Komm mal Wahrnehmung. hier nochmal lang. Und? Weiter, Hä? Peiler? Nein. Weiter, geh einfach weiter geradeaus. Noch ein Stück. Okay, auch Cool. hier gestanden. Okay, cool. Na dann, Houston, gehen wir Sind wir vor. wieder gut? Hui! Überrascht. Wir sind Da im drüben. Kampf. Herrntöter. Scheiße, wir sind getrennt. Was? Alter, sind wir in eine Mega-Falle gelaufen oder was? Na Kann gut sein. klar, machen sich alle unsichtbar. Die sind alle unsichtbar, ja. Immer mal ein Quicksave. Ja klar, mit dem Kampf ist immer das Geilste. Oh. Naja, wir haben halt vorher nicht gespeichert, aber je nachdem, wie der Fight Digga, wir haben abläuft. nicht viel gemacht, wir waren nur im Lager und haben ein bisschen sinnlos was gemacht. Alex hat ein bisschen was hergestellt, Achso, ja. wollte ich nicht mit Yuzen noch Ringe tauschen oder so? Hatte ich nicht beim letzten Mal gesagt? Na, jetzt hast du Schwert. Ringe sagt mir gerade gar nichts, Oder ehrlich hatte das doch gesagt. keinen Sinn gemacht? Ha, immun gegen Feuerschaden, Idiot. Opfer. Stimmt, wenn du eigentlich in meinem Feuerball drin stehst, kann ich ja eigentlich immer voll draufhalten, wa? Weiß ja nicht, ob ich. Wenn du immun gegen Feuerschaden bist, dann macht das ja keinen Schaden bei dir. Ich guck lieber nochmal nach, ob das wirklich so ist. Das wäre mal gut zu wissen, weil. Okay, man sieht nur einen Gegner, Alter, ist doch kacke. Was sind die die Wand da? Macht die Aua oder? Frau Peiler? Glaube ich nicht. Die ist Das ja ist hier auch Feuer, schon, oder? ne? Nee. Nee, Man ist kann hier die auch auch nicht schon. anklicken. Das ist Kann nur die eine auch nicht fahren. Barriere, irgend so eine Grenzbarriere, keine Ahnung. Ich glaube, Man kann sie nicht anklicken. Guck mal auf mich, ich habe so einen Effekt drauf. Ziel des Ballistenrituals. Ah, alles klar. Als Teil der Alter, Herausforderung. heftig! Du hast eine riesengroße Range denn. Naja, alle, die hier reinkommen, du hast es ja auch, Jusen. Alle, die jetzt hier reinkommen, haben genau das Gleiche. Nee, ich sehe gerade auf der anderen Nee, Seite aber auch ich. heftig. Okay, Alex Gegner, kriegt doch welche die Feuerschaden. Ja. Reichweite von 55 Meter des Gesangs fernhört, das verlassen sind, unverwundbar durch den Effekt. Wird der Ferntöter erschlagen, so endet das Ritual, der Kampf ist gewonnen. Also müssen wir den So. Typen da oben Wir müssen abgetöten. den Typen da oben töten, ja. Genau, Der hat dieses diese Welle Leuchtevieh. gebufft, okay. Genau, der da Ah, oben steht. der ist halt unaufhaltsam, okay. Gut, dass ich diesen Zauber mit Ja, reingenommen habe, der über fünf. 30 Meter schießt. Vielleicht reicht das ja. Fünf noch. So, Alex ist erstmal dran. Ja, ich guck gerade, ob wir irgendwo hinfliegen können hier. Ein bisschen weit, glaube ich, Diggi. Ja. Theoretisch gesehen, um den da oben zu erwischen, müssten wir ja hier runter, dann hier unten durch oder die Leiter hoch, damit wir zu ihm da nach oben kommen. Ein Wort der Macht bringe einen Gegner mit höchstens 100 Ich sag Trefferpunkten. mal so, wenn du von da aus, Alex, ungefähr nach da fliegen kannst, kann sein, dass du ab nächster Runde dann hochfliegen kannst. Kann sein, dass Das könnte nach klappen.
fünf Runden einer von uns stirbt. Oh, wenn wir rausfinden. Okay. Deswegen müssen wir schnell agieren. Wir müssen schnellstmöglich nach da oben. Ja, der Typ, der diese Range gebaut hat, den müssen wir erstmal wegkillern. Und ich versuche mal, wenn ich dran bin, dass ich mich da einstelle, wo Alex ist. Vielleicht erwische ich ihn ja von da aus schon. Na, oder wir laufen alle einfach kurz raus, oder? Nee, wenn du rausläufst, stirbst du. Das ist ja das, was er sagt. Also wenn du rausgehst, stirbst du automatisch, okay. Nee, hier steht Gegner, welche die Reichweite von 55 ist, verlassen, sind unverwundbar durch den Effekt. Also er kriegt normalen Schaden nur, wenn wir Energiezaubersprüche benutzen. Oder, was fehlt denn hier noch? Energie oder... Nee, Nekro geht nicht. Psychisch. Heilig? Schaden. Oder Nahkampf, da hat er bloß eine leichte Immunität, eine leichte Resistenz gegen. Aber das ist so weit weg, das ist das Problem. Oder, warte mal, Bogen war nicht mit bei, ne? Dann kriegt er mit Bogen auch Feldschaden. Nee, ich glaube, das ist Stichschaden. Oder Stichschaden? Stichresistenz. Ja, naja, Nahkampf. Ja, doch, sehr Pfeil. Ja, doch, alle. Aber das ist schon mal nicht schlecht, weil das ist nur... Alter. Boah. Das ist nekromantisch, scheiße. Vielleicht noch einen, der 30 Meter weit schießt. Ich hab irgendeinen Eiszauber, hatte ich doch mal. Ach, hier den normalen Blitz, den kann ich auch 30 Meter weit schießen. Aber ich glaube, der treffe ich ihn oben nicht. Da treffe ich ihn nicht. Ich kann da gucken. So, Alex, du kannst doch versuchen, zu ihm hinzufliegen. Das kostet doch nicht viel. Danke für den Hinweis, David. Hat er auch schon probiert beim ersten Mal, Digga. Achso, das habe ich nicht mitbekommen. Also ich würde mich mal mit dem Teleportationspfeil rechts, wo man hochklettern kann, hinporten. Zu dem Typen hin. Schaden ist. Ja, das ist eine Idee. Das gegangen. Okay, dann mache ich das mal. Okay, ich bin hier. Nice. Ah, da hinten ist eine Treppe, ja, da kannst du hochklettern. Da ist er, ja, dann kletter ich jetzt. Okay, es wäre trotzdem zu weit weg und unterbrochen. Also ich könnte ihn von hier nicht treffen, Leute. Pfeiler, wenn du kannst. Also hier stehen auch noch welche, ne? Ja, da oben auf der Lippe, ne? Hm. Da, ja, okay. Dann wäre ein Flächenschaden mal ganz gut, wa? Mach nicht deinen stärksten Schlag. Der kriegt fünf Angriffe erstmal nur einen Schaden. Okay, dann mach ich einen Standard. Kann ich gucken, was die für Schwächen haben? Ja, nur Standardangriff, ja. Okay. Na, ich könnte einen Eissturm dahin machen. Wir wissen nicht, Pyler, ob die auch unverwundbar sind, die da stehen, ne? Aber der Eissturm macht wenigstens immer wieder Schaden. Warte mal, der ist... Auch wenn die sich bewegen. Warte mal, ich guck gerade. Feuerball kann ich halt auch machen, die Fläche brennt ja auch einen Zug lang, aber... Okay, mehr kann ich nicht machen, Leute. Ich habe ein bisschen angegriffen schon mal. Nö, die sind, ja, kannst du machen, Pyler, die kriegen viel Damage. Okay, also mach ich den Eissturm, ja, 6 bis 40 Schaden und da bleibt zwei Züge da stehen. Ja, genau. Probieren wir den mal aus, ja, ich glaube... Hau auf, was du kannst. Okay, ich kann ihn wirklich nur hier auf die Ecke machen, aber das ist ja nicht schlimm. Jo, haben Schaden gekriegt. Jo. Und hab alle drei aufgedeckt und sie stehen auf einer Eisfläche. Jo, man sieht's. Nice. Perfekt. Und wenn es danach zu Wasser wird, kann ich auch Elektro drauf machen. Ja. Mal gucken. Okay, ich habe meinen Typen, wie gesagt, ein bisschen angefuckt erstmal. Bin aber in seiner Nähe. Vielleicht David ist noch. Zerstört er seine Konzentration irgendwie. Na, unaufhaltsam ist nicht konzentriert. Na, okay. Aber ich habe ein bisschen schon mal unaufhaltsam weggenommen. Ja, das ist wichtig. Alex, soll ich mich ein bisschen heilen? Das wäre nicht schlecht, ja. Irgendwie bin ich gerade Ziel von den ganzen Angriffen. Wo du das Kleinste bist. Kleiner Zwerg. Ah, scheiße, zu wenig Bewegungsrate sehe ich dich nicht. Das ist doch kacke. Alex steht genau hier hinter David. Ja, ja, nee. Der Säule. Kannst du dir noch ein kleines Stückchen hier hin? Kann mich gar nicht. Naja, da müsste ich ja an dem Feuer hier vorbei, sonst stehe ich ja hier an dem Feuer drin. Ja, richtig. Da ist das Feuer zu Ende. Aber da würdest du Alex schon sehen. Ja, so weit kann ich aber nicht mehr laufen. Ich kam ja von hier hinten. Naja, dann beende einfach. Ist doch nicht schlimm. Außer du kannst doch mit dem Bogen irgendwas. Nee, aber ich könnte mal Spurten benutzen und dann könnte ich versuchen noch hier... Aber dann kannst du nicht mehr heilen, glaube ich. Dann hast du keine... kannst du auf jeden Fall nicht, weil du bist schon gelaufen, oder? Na, mit Spurten hat er ja noch Bewegungsrate. Ja, denn ja. Ja, nee, da kann ich das ja machen.
Aber lauf erst, bevor du heilst. Aber kannst du nicht, wenn du oben auf Alex sein Symbol in der Mitte drückst, ihn denn heilen? Ja, er sagt zu wenig Bewegungsrate, weil ich ihn halt dadurch nicht sehe. Ja, der, also könnte er, der Charakter würde dann dahin laufen, wo er mich sieht und mich heilen kann. Ich hab gedacht bloß, David ist schon so ein Meisterheiler, er fühlt, wo wir stehen und das reicht aus. Nicht, er muss er sehen oder berühren, das sind die zwei Faktoren, die man hat beim Heilen. Okay, also hat David keine Gefühle. Sowieso nicht. Nein. Sowieso nicht. Ah, Mann. Oh, ist... Okay. Da wollte ich zwar nicht hinlaufen. Oh, jetzt stehe ich bei dir und jetzt hauen sie bestimmt einen super... Hier oben sind auch noch... Ne, über uns. Guck mal, hier oben sind auch noch welche. Ja. Ach ja. Ja, aber die wir müssen ja erstmal den anderen eigentlich... Alter. Oh. Okay, der hat sich weggeportet. Scheiße. Heiliger Bimbam. Die machen gut Schaden hier, die Typen. Das Coole ist, ich kann theoretisch zu ihm runterspringen, weil ich habe ja keinen Fallschaden. Weil ich irgendeine Waffe bei mir drin habe. Alter, das ist mal ganz geil. Machen die sich alle wieder unsichtbar? Ja, dann teleportiere ich. Wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, da hochzukommen. Du hast auch so einen, er ist gar nicht mehr da oben. Nee, der ist runtergeportet. Kommst du da hin, Alex? Kannst du so einen Pfeil schießen, Teleportation? Aber Alex sieht ihn doch von hier. Kann er schon mit dem Bogen draufstehen? Nee, der ist zu weit weg. Ihm nicht weit weg. Deswegen Teleportation erstmal in die Nähe kommen. Mit dem Pfeil, falls du ihn hast. Und dann. Jusen kann dann auch wieder angreifen, wenn er hier. Genau, und ich kann oben runterspringen sogar, weil ich keinen Pfeil schon habe. Okay, ich guck mal. Dann kannst du nicht darüber auf die Säule fliegen? So, mal gucken, was wir da auspacken. Soll ich denn erstmal weiter die drei angreifen? Soll ich mit euch mitkommen oder soll ich die beiden hier oben angreifen? Also eigentlich ist es erstmal die Hauptquest, den Typen da wegzukillern irgendwie. Okay, also komme ich in eure Richtung mit. Ja, naja, du kannst dann in die Richtung laufen und die drei da oben dann wegknallen oder so. Ich weiß nicht, ob ich die drei da oben, die ich gerade angegriffen habe, noch treffe, wenn ich hier runter gehe. Die hinter mir treffe ich die beiden da oben. Kannst auch erst angreifen und dann runterlaufen. Das geht ja. Pauline hat noch ein paar neue Gegner entdeckt mit dem Sprung gerade. Ist ja die Frage, wo er eventuell hingeht, wenn er jetzt Schaden macht, sage ich mal. Kann sein, dass er ja wohl. Vielleicht bleibt erstmal da oben. Ich komme doch eh nicht weit, wenn ich laufe oder fliege, komme ich maximal bis hier. Boah, deine Gebäude sind auch eine ernste Menge. Oder? Also, ich kann auch gerne oben erstmal bleiben. Nee, du gehst runter und haust den aufs Maul. Okay. Wenn du da irgendwie runterfliegen kannst oder so. Nee, weil der will gerade sowas angesprochen hatte, deswegen. Ja, muss mal gucken, ich mache erstmal die drei da oben platt und dann laufe ich ein Stück. Aber der ist dann, nachdem wir erst alle dran sind. Alter, wollen die mich verarschen? Wie viele sind denn hier noch? Ja, hier sind eine ganze Menge. Sind überall welche im drin, Haus oder? Da sind welche drin, ja. Ja, Krähe. Ja. Problem ist halt auch wirklich, wir müssen den halt jetzt platt machen. Naja, ist schon klar, ich bin ja dran. An ihm. Nur noch 5 Arkanenschutz. Okay. Na Judith, dann greife ich die da oben erstmal an. Genau, machen wir die drei da oben jetzt platt. Mal auf euch. Krasser Feuerball, Junge. Ja, also ich bin schon mal beim Gegner. Ich greife mir jetzt mal an, wa? Ja. Hau den unaufhaltsam da. Achso, erstmal normale Dinger, ne? Ja. Nur Standardangriffe. Achso, Peiler, warte mal kurz. Bleibt dein Feuer da, weil ich könnte hoch zu den drei springen. Warum solltest du das machen? Wir wollen doch nach unten und den platt machen. Ne, ich kann von da oben dann weiter darüber springen, oder nicht? Also er ist nur noch einmal unaufhaltsam. Mehr konnte ich gerade nicht tun. Aber die drumrum müssen wir auch irgendwie ein bisschen killen, ne? Also wenn Jusen und ich auf den da drauf gehen, dann reicht das, glaube ich. In 4 Zügen kriegen wir den tot. Ich weiß auch nicht, ob das so praktisch ist, wenn David sich hier hoch teleportiert, wo die drei stehen und dann schlagen sie auch alle drei immer auf ihn ein. Ich kann ja hoch springen. David, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du dich um die beiden hier oben kümmern würdest erstmal. Der Seite, wa? Ja, auf der beiden. Weil, kann ich auch, ja. Peiler kann sich um die anderen drei kümmern, die hatten nicht mehr viel Leben. Richtig, wenn die der bleiben da ja schön stehen. Genau, dann klopp du lieber die hier oben tot. Nicht. Dann mach ich da einen Feuerball drauf. Falls sie überleben sollten, kann ich ja dann immer noch Blitz drauf machen auf das Eis, was jetzt eh schmilzt durch den Feuerball. Ah, Shaolin, das Geile ist, wenn du jetzt wieder angreifst, ich bin in der Nähe. Vielleicht hast du da ein bisschen Vorteil dadurch. Ja. Leichter. Alle tot. Ja, alle tot. Alle drei tot. Siehst du, so soll das sein. Ach, so wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. So, und David kümmert sich um die da oben. Sehr gut.
Ja, müssen wir gucken, Jusen, ob ich da jetzt im Vorteil bin. Weiß ich Ja, nicht. wenn du wenigstens einmal unaufhaltsam wegmachst, dann sollte das alles kein Problem sein für uns beide da hinten. Ja, deswegen ja. Da kann ich mit dem Nebenangriff angreifen. Ja, genau. Glaube, die beiden finden es nicht so cool, dass du da stehst. Oh, was denn jetzt? Naja, das ist, wenn wir jetzt so weit auseinander stehen. Kommt denn jetzt Abby her? Oh, es leckt. Naja, den hat Jusen aufgedeckt. Alter, okay. Okay. Ich schmetter mich einfach mal kurz über die ganze Fläche. Okay, und deswegen, weil wir jetzt gut. Recht weit auseinander stehen im Kampf, gibt es immer ein kurzes Schwarzbild, wenn es zum ja. Charakter ja, weil wir quasi, weit weil ist. Wir quasi teleportiert werden. Ah, okay. Nee, ich glaube, ja, so in die Richtung ist das, ja. Gib ihm Packung, David! Oh, scheiße. So, Edith, Alter, jeder hat 400 XP gebracht. Das waren 800 für zwei Gegner. Ich habe gar nicht gesehen, wie viele meine drei gebracht haben. Achso, du bist nicht dran, User, ne? Ne, ich bin erstmal Teil dran. Erstmal genau. Nur du und David. Scheiße. Und danach greifen die drei Dudes an. Ja. Vielleicht sind Ena. Ach, die stehen okay, da hinten in der Hütte, okay. Die Kriegerin, die muss man mit Magie platt machen. Die hält ganz schön viel aus, wenn man zuhaut oder Pfeile schießt. Das ist diese Ferntöter, ne? Meinst du? Nee, Ach so, da. Zerfetzerin Abby, okay. Und genau, noch mehr Gegner, die okay. Die anderen kommen jetzt dann auch. Aber ihr seid doch auch schon hier rüber gelaufen, oder nicht? Ich bin da rüber teleportiert. Achso, ja, okay. Und ich bin runtergesprungen, weil ich ja kein Fall die anderen. Hatte. Ah, nee, bei mir ist jetzt Abby aufgeploppt. Die anderen sind nicht doll, nur Abby ist krass. Ja. Der Rest sind eigentlich Standard-Mobs. Ja, schwierig jetzt. Ich komme an den anderen da jetzt nicht ran, Jusen. Weil ich zu nah dran bin, oder was? Nee, weil die mir im Weg steht da, die Abby. Und dann greift doch Abby an. Ja, dann greift Abby an. Naja, nee, eigentlich müssen wir den Dicken angreifen. Oder kannst du naja, Fernkampf machen? Die kann ja. Nee, Fernkampf kann. Also, ja, könnte ich. Aber. Also, ihr könnt einen dicken Angriff machen, aber bringt ja nichts. Die ist ja noch unaufhaltsam. Nee, aber du kannst es doch nur mit Pfeil. Nur mit normalen Pfeil sie angreifen. Wenn Schaden macht, ist dieses unaufhaltsam wenigstens erstmal weg. Dann kannst du Elbe angreifen von mir aus. Kann das so eine Bonusaktion, die irgendwie ja, leichten Schaden macht? Ja, aber da komme ich nicht ran. Achso, du bist zu weit weg. Ja, nee, alles gut. Okay, ich dachte, wenigstens mit Bogen kommst du daran, okay. Ja, aber Bogen ist meine Hauptaktion. Dann würde ich lieber bei der Abby ein bisschen mehr oh. Schaden machen. Ja, okay. Ja. Zauber oder sowas hast du auch nicht. Kannst du einen Stein abwerfen oder sowas? Nein, leider nicht. Gucken, wie weit ich dann komme. Na, ist mal so werfen, weit ist Werfen eine Bonusaktion oder ist Werfen eine Hauptaktion? Muss ich mal gucken. Oder improvisiertes Werfen oder so. Genau, dann nimmst du einfach irgendwas aus dem Inventar und wirfst es da mal krass, hin. Alter. Du kannst einen Speer nach hier werfen, theoretisch. Also wenn es natürlich ein Dings ist. Das ist ein Untoter, achso. Ah, der ist krass, ne? Stärke 16, Geschicklichkeit 16, Konstitution 16, Intelligenz 20, Weisheit 20, Charisma 20. Werfen ist eine Aktion. Ah, eine Aktion. Okay, schade. Oh, du bist verschwunden. Funktioniert. Na gut. Dann mache ich dir jetzt unaufhaltsam wenigsten weg. Zack. Perfekt. So. Gut, mehr kann ich nicht machen. Ist okay. Okay, jetzt kommen ja. Die von da oben alle. Ja, na gut, die mache ich mal Sport, das heißt, die können nicht mehr so viel denn machen eigentlich. Nee, nee. Ja. Perfekt. Hauen so wegusen. Unaufhaltsam hat er nicht mehr. Echt so wieder. Ich komme echt immer nicht weit, ne? Nice. Muss ich halt einfach dichter ran. Ah, scheiße, das hat gleich beide Aktionen weggenommen. Schade, gut. Das war gerade das Einzige, was ich machen konnte. Das war dieser C4-Blitz, den ich machen kann. 6 ja. Bis 48 Schaden. Naja, gut. Sonst hätte ich zweimal Haupt machen können. Aber ist egal. Er hat Schaden, der Hund. No, so und jetzt. Und er ist weggeflattert. Stell dich noch nah an die beiden ran, Jusen. Bitte.
Also am besten zwischen die beiden, damit du da Angriffe provozierst, wenn die zu mir laufen. Ja, genau so. So, also wir können uns jetzt entscheiden, Leute. Entweder ich mache nochmal Spurten und komme mal ungefähr bis, vielleicht wenn ich Glück habe. Ne, warte mal, so weit werde ich gar nicht kommen. Bis zu David. Da siehst du Gegner in der Nähe. Der versucht die erstmal Den wegzukillern. einzigen, den ich treffen könnte mit meinem neuen Zauberspruch und der zum Glück nicht immun ist, so wie der Dicke, ist halt Abby. Abby könnte ich von hier aus treffen. Ja, dann mach es. Dann Dann hau. mach, geh auf Abby. 55% zwar nur, aber. Ja, Geh auf Abby. hau einen normalen Angriff da drauf und es süd. Nee, ich würde ja den krassen machen. So. Entthronen. Okay, na dann los. 30 bis 88 Schaden. Jo, Als Abby hat Abby, da. dann wäre die schon mal weg. Geht Abby schon, hat da aber keine wenn Un. wir, wenn Nee. wir, Dings, wenn wir den Ferntöter töten, dann geht die weg. Also müssen wir diesen Ja, aber Führer wir des wollen sie doch Todes töten, um den killen. Loot zu kriegen und die XP, oder? Ja, Und nicht, gut. dass er einfach weggeht. Jo. Aber wenn wir ihn töten, ist sie ja eh weg. Da können wir auch keinen Loot mehr nehmen, glaube Das ich. weiß ich nicht. Ich habe ja nur gesagt, was da steht. Hier, Mörder in Trance. Okay, ich probier's einfach aus. Jo, mach doch einfach. So wurscht. Geh auf Elvio und los, Digga. Worin? Oh, 51. Nice. Aber es ist grün. Hast du jetzt geheilt? Nein. Nee, das ist Nee, Nekro. Nekromantie-Schaden. Ah, okay. Ja, guck doch mal, wie wenig sie nur noch hat. Die war fast voll. Ja, stimmt. 51 war ja schon mal gut. Was? Ja. Ha, kritischer Fehlschlag. Na gut, 8. Ha, Und wieder Fehlschlag. Fehlschlag. Daneben. 8 ist ja gar nichts. Oh, jetzt fangen die an, auf uns zu ballern, David. Oh, nicht Ja, gut. durch die Fenster, okay, Oh, clever nicht sind sie. gut. Clever sind sie, ja. Ah, können sie gar nichts. Hat der ein Glück? Meine Larve Larve hätte bezaubern. dich sonst bezwungen, Alter. Eis. Der kann nichts machen. Okay. Schön, schön, schön. Okay, Also, ich. vor dir ist einer, ne? Ja, ich bin gegen die im Weil. Vorteil, ich kann die töten. Okay, cool. So. Ich keine Werbung mehr, ne? Es hat sich Können. hier bei mir im Chat aufgehangen. Was könntest du, David? Ah, scheiße, ich komme nicht ran an den Typen. Was denn, ihm, Wenn Checko? du die Zerfetzerin wegmachen könntest, wäre super. Sieht aus, als wenn David sein Charakter kackt. Abby kann ich anspringen, ja. Okay, dann Da, schieß er an, damit du dann vielleicht mach, liegst. Dann kannst du vorbeirennen, ja. dann mach die weg, ja. David drückt eine Wurst raus bei mir. Spring hin und. Ja, sie liegt perfekt, dann kannst du vorbeilaufen. Kannst du auch wegkillen, wenn es klappt. Aber nur wenn es David. klappt. David, kannst du nochmal Krallen ausfahren? Nee, okay. Echt? Soll ich Abby töten oder die Ja, anderen? killer sie! Nein, Töte sie. Abby! Los, Glück aus der Ferne. Tritt ihn weg. Kann ich auch so. Perfekt! Machst du tot? Ja, sehr gut. Warte kurz. Ist der Dude Hast du schon noch? tot, Alex? Ich habe das gerade Ja? gar nicht mitbekommen. Ja, der Typ ist Ich tot. hab ihn gerade getötet, ja. Nice. Perfekt. Oh ne. Und jetzt haben wir noch die drei hier unten und die drei da oben, ne? Ja. Oh, die sind weg. Ne, die sind nur Ja, hier. soll ich an euch rankommen oder soll ich mir die Bogenschützen vorknöpfen? Na, die Damit sie Bogenschützen sind die treffen. einzigen, die wir jetzt sehen. Mach hau die weg. Oh, ich komme aber nicht ran, Digi. Na, dann kommt zu uns. Soll ich reinrennen? Und Ich einfach würde mal würd einen mal von gerne denen wissen, wie angreifen? viel fehlt. Oh, kannst du ja mal gucken. Ich weiß nicht, wo es da reingeht. Na, hier Ich ist auch noch. versuche mal Ja, und was. hier geht's eine Treppe hoch, ja. Vielleicht reicht's ja. Oh ja. Warum? Gucken. Komm ich jetzt ran? Ja, ich komm ran. So, was wollen wir für einen Zauber machen? Also, man kann ja alles Mögliche machen. Wie viel Leben haben die? 28. Dann machen wir die Feuerstrahler, würde ich sagen. Weil da oben irgendeinen Flächenzauber hinzumachen, da treffe ich bloß zwei. Könntest Denke du ich. doch einen Zaubertrick machen, Pyla. Du musst deine Dings nicht dafür verschwenden. Wenn du einfach nur einen Feuerball machst oder so, dann tötest du ja vielleicht auch schon einen davon. So stark sind die ja nicht. Also, würde ich sagen.
Komm, machen wir hier den. Kriegen ja mehr Schaden durch den Ring, den ich... Ne, was der Ring? Aber ich habe irgendwas noch um, wo ich ja, wenn ich Kälteschaden mache, nochmal extra Flächenschaden mache. Weißt du noch, David? Einen hast du getötet. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Es war auch sehr gut, dass wir den noch drin haben. Kommen wir noch ein Stück ran zu euch. Hey, jetzt ist sie bezaubert. Nice. Die schied dir recht. Ist auch nur noch die eine. Dran. Oh, ist auch nur noch die eine, ja. Kannst du mit dem Eismesser da nochmal ran? Kann ich machen, ich kann aber auch nochmal einen Feuerball machen. Oder so, ja. Naja, Hauptsache du tötest. Eismesser macht bloß 22 Schaden. Feuerball macht halt... Hauptsache du tötest sie. Wer hat sie denn noch? Nur 16. Oh komm, krasser Feuerball, Junge auf den Kopf. Ah ja, siehst du. Hat gereicht. Tippitoppi. Perfekto. Dann hole ich mir erstmal die beiden da oben, die David gekillt hat. Ja, die habe ich schon. Oder? Die hast du schon gelootet? Mhm. Oh, komm. Muss ich bloß gucken, wie ich zu den anderen da mal hinkomme. Ah, Alex geht schon. Hm? Wo gehe ich hin? Mal nach oben, dann wirst du nach oben rechts gehen, wo ich die anderen drei gekillt habe, oder? Nee, das ist nicht dasselbe Gebäude. Ich wollte nur mal gucken, was hier oben ist. Achso, naja, klar, aber du kannst ja von... da oben. Ach so, so meinst du. Ja, ja, ja. Ja, alles gut, ja. Genau. Dahin. Oh, die Leichen sind weg. Ja, stimmt. Ist ja komisch. Hat sich Baal wiedergeholt, die Leichen. Echt? Okay, ich sehe es halt nicht, aber da liegt echt nix. Geh mal auch bitte ganz nach oben drauf. Ja, war ich doch. Manchmal lädt das Spiel... Ah, du warst richtig hier oben auf der Pfütze, ja? Ja, ich war auf der Pfütze, Pilar, da ist nichts. Komisch. Die Leichen sind alle... Das ist ja kacke. Ich schwebe runter. Du ein Zauberer? Manchmal. Kannst du zaubern? Wahrnehmung? Erschlossungsmanifest. Ich glaube, da wo an allen Truhen vorbeirennt und Kisten, ne? Das ist bewundernswert. Sag's doch, ist nervig. Nein, ich bleib positiv, es ist bewundernswert. Okay, hier hinten geht's weiter. Ja, dann warte mal noch. Bin auch schon ready hier an der Tür. Oh, lecker Weinchen, nehme ich doch mal mit, wa? Und hier baumelt noch eine Leiche von der Decke. Nochmal um den Tisch rum natürlich. Ging ja nicht von der anderen Seite. Oh, ein Jutesack. Mit 4 Äpfeln. Okay, nur Leitern so, Alex. Mann. Bitte? Bei Diablo kannst du jetzt dich auch mit WASD bewegen. Okay. Zum Glück. Hat mich ein bisschen gestört am Anfang, dass das nicht ging. Hat ein bisschen gedauert, weil auf Konsole ging es ja mehr oder weniger. Da hast du einfach den rechten Stick genommen und so habe ich dann auch kennengelernt, ja. Aber jetzt endlich mal. Und sie bringen nur einen neuen Lagerplatz. Also eine neue Kiste, sag ich mal. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden, nice. Hat viel zu wenig Platz. Ja, Blizzard hat halt nicht den besten Ruf, ne? Oder nicht mehr. Ich hätte denen zugetraut, dass ein Lagerplatz für jetzt in der Nähe ist. Didai. Didl-dum. Dum-dum-dum. 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 Wo bin ich denn jetzt? Krasser Scheiß. Alter, ist das hier dunkel. Hier bin ich gerade, Peiler. Oh, alles klar. Okay. Bin gleich wieder da. Bin ich ja schon mal fast immer im Kreis gelaufen, denke ich. Mhm. Hier wolltest du unten nicht knacken, damit man einen Durchgang hat.
Ah, doch, okay. Machst du gerade von der anderen Seite. Sehr schön. Hab nichts gesagt. Nichts gesagt. Ah, okay, so wenn man zu den Dudes hier nach oben gekommen. Ich verstehe. Wart ihr ganz oben bei den Bogenschützen schon? Bin gerade auf dem Weg. Hier ging es ganz schön ab, würde ich sagen. Harte, harte Partys, die sie gefeiert haben. Exzessiv. Ach, jeder so wie Erdmark, ne? Ich bin wieder da. Tschüss. Geht's denn hier noch lange, Alex? Oder? Ach nee, von da waren sind wir ja auch schon gekommen, ne? Ja, ja, alles klar. Alles klar. Das oh Mann, jetzt habe ich einen Ohrwurm vom Lagerfeuerlied. Dann sind wir hier durch, oder? Müssten wir eigentlich alle dran. Kommen wir hier wieder runter? Oder? Leg mir erstmal hin. Jordan, ich würde mal ein paar Sachen schon mal von dir aus dem Inventar nehmen, dass du wieder ein bisschen leichter bist. Habe ich da das Lagerfeuerlied gehört? Das ist völlig in Ordnung, macht das. Da vorhin hatte ich von Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Keine Ahnung warum, Leute. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Genau. You know. Ich meine, das ist ja nicht mal der Anfang, das ist ja die Hook, also der Anfang von der Hook, ne? Eigentlich zählen sie ja erst alle Rentiere auf. So, ich glaube, das sieht hier nochmal nach einem Kampf aus. Jusen ist überladen. So auf, ja, mach ja. Feuer aus. Aber es ist so dunkel. Warum denn sehen wir das? Nein! Ich will's es dunkel. So ich kann dich nicht hören. Okay, Jordan, ich bin überladen, aber du hast wenigstens ein bisschen freie Fläche. Jusen sieht sehr nach einem Kampf aus. Nee, Jusen, nicht überladen, ne? Ich bin nicht mehr überladen. Okay. Du kannst dann gleich wieder weiter sammeln, falls wir hier warte mal. Ich lasse euch erstmal weiterlaufen. Ich bleib mal hier ganz oben erstmal stehen. Okay. Wo lang? Hier durch die Tür? Okay. Bisschen wenn der Kampf ausgelöst wird, dann werde ich schon eine erhöhte Position haben. Obwohl, ihr lauft da hinten erst rum. Kommt der noch nicht auf die andere Seite, oder? Ach doch, dann hättet ihr hier lang laufen müssen. Das ist eine Frage. Naja, sonst geht er nach hinten, aber muss ich halt. Na, ich komme lieber mit. Aber wenn da jetzt ein Kampf losgeht, dann komme ich nicht zu euch hin in den nächsten drei Zügen. Naja, ist die Frage, wo Jusen da jetzt hingeht. Na, hier können wir erstmal gucken, hier ist Sackgasse, das können wir erstmal checken. Na, ich weiß nicht, ob da Sackgasse ist, aber gut, gucken wir mal. Oh, bei mir ist keine Sackgasse, nein. Na, wieso? Ist das da so hinter uns, Jusen? Oder? Nee, da ihn. Steht er. Ich bin ganz vorne. Ihn. Ja, aber hier ist doch nur so ein Fischer-Dings und da geht's doch nicht mehr weiter. Ja klar, hier rechts hoch. Ja, da geht's doch rechts hoch. Ja. Da oben sieht's auch aus wie ein Lager. Aber das wird gespeichert, oder was du das gerade? Und da geht noch der Weg oben weiter. Also hier oben könnte auch ein Kampf losgehen. Mal gucken. Da geht's doch nicht weiter. Muse geht schon mal hoch. Seht ihr weniger als ich? Also hier sind viele Ratten, die irgendwie... bisschen strange sind. Jo, hier überall. Rede mal mit deinen Freunden, David. Okay, dann lass mich mit dir sprechen. Warte. Ah ne, wir haben ja gerade gespeichert. Ich rede mit denen, ja? Na, dann sprichst du mit denen. Bin immer gespannt. Okay. Anschließen.
Okay, die sind gerade Und alle dann ziemlich krabbeln wir. drauf. Die sind ziemlich drauf, die haben zu viel Kokain geschnupft. Ja, das. Geht wohl nicht. Also hier ist noch ein Steg. Und hier. Ja, dann sind wir aber in der Sackgasse gelaufen, wenn es nicht weitergeht. Hat David recht. Ein Wegpunkt ist Hey, wir haben Wegpunkt, ist doch nice. Und das ist auch schon mal gut, ja. Oh, okay, jetzt geht Oh, uns okay, dagegen. zurück, zurück. Oh, fuck. Zurück. Alter, das ist eine Menge. Wer ist denn jetzt im Kampf? Ich bin im Kampf. Die sind Aber alle bei warum? Usen. Soll ich da mal einen Ah, krassen jetzt. Feuerball hinmachen? Jetzt bin ich auch im Kampf. Okay. Ja. Das ist bloß die Frage. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen, wenn die angreifen. Pro Ratte. Weiß ich auch nicht, aber. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen krassen, also wenn du einen Zaubertrick hast oder so, dann mach einen Zaubertrick. Na, ich brauche, muss was machen, was Flächenschaden macht, damit ich so viele wie möglich treffe. Machst du das nicht auch mit einem Zaubertrick? Hast du nicht auch diese komische Kugel, die Flächenschaden macht? Oder der Eisspeer, der macht doch auch Flächenschaden. Der, Okay. der. Das Eismesser, Das meinst du? Eismesser, das ist doch ein Zaubertrick, Ja. oder? Nee, das ist schon Zauberstufe 1. Achso. Ich bin irgendwie jetzt verwirrt. Zaubertricks habe ich gerade aktuell Zustand. nur Feuerball, Säure. Die macht halt auch einen kleinen Flächenschaden. Ja, dann nimm doch die Säure. Okay. Sehr gut, David. Ja. Ah, jetzt bist Jetzt du auch wird's aber wirklich verwirrt, nervig. okay. Ach so, oh Scheiße. Okay, warum seid ihr jetzt feindlich? Bei den Messern mache ich mehr Flächenschaden, Alex, dann Jetzt sind würde die ich die beide Messer nehmen. feindlich? Krass. Oder noch? Nö. Also so Charlie ist viele bei so mir Treffer noch. wie Die möglich. Stimmt. betroffene Kreatur ist allen gegenüber feindlich gesinnt und wandert ziellos umher. Oh, Scheiße, Alter. Dann Peiler jetzt auch. Oder? Nee, Nee. Peiler ist Nee, nicht verwirrt, Peiler nicht. ne? Nee, Mit ich bin noch Zaubern. recht weit hinten, Leute. Das ist der Vorteil. Okay, ein paar habe ich getroffen. Kann ich mich woanders noch hin positionieren? Nee, ich gehe nicht rein in den Ah, Scheiß. wenn wir sie angreifen, musst du einen Intelligenzrettungswurf bestehen. Naja, ist Habe ich gar nicht verwirrt. so ein Problem mit. Ja, deswegen. Was Schachschaulinchen macht. Alter Felder. Jo, ich Oh, bin jetzt auch verwirrt. müssen ihn ja infiziert. Infiziert. Ist es nur verwirrt oder was? Infiziert. Nee, ist nochmal was anderes. Ist bei Warte. Rettungswürfen auf Konstitution ein Nachteil und Konstitution wird um 1 verringert. Okay. Hätte noch schlimmer kommen können, aber ist auch Konstitution scheiße. ist Leben, ja. Ja, Leben, ja. Jusen ist umsingelt. Nur Fehlschlag machen die bei mir, Alter. Die Opfers. Ist ja fast schon halber Tanz, Jusen. Aber ich bin verwirrt, ich kann nichts machen. Okay, das Hast kann ich was machen. gemacht? Krass, Oh, ich alle hab's selber gekillt. nicht gemacht. Okay, krass, cool. Hat er automatisch gemacht hier. Ach, okay, mein verwirrtes Ich ist besser als mein normales Ich, okay. Ja, so wie es aussieht, ist es das schon, ja. Alter. Okay, krasser Scheiß. Ja, ist mein Jusen, verwirrtes Ich. bitte, ich mache jetzt einen Verwirrungszauber jedes Mal auf dich, ne? Du brauchst nichts mehr machen. Okay. Ab immer. Okay. Ach, Mist. Ah, verdammte. Axt. Warten los. Kann keine weiten Zaubersprüche mehr machen. Sind doch nur noch 4 Ratten. Ah, na klar. Meine Angriffe sind auf 3 Meter. Na, sprühende Tada. Farben, ja. Noch 4, also ich sehe ein paar mehr, aber die sind alle tot, war. Ja. Ja, War ja. vor David, oder? Oben in der Leiste sind nur noch 4 Ratten, Peiler. Dann klick die an Genau. und dann weißt du, wo sie Eins, sind. zwei. Na toll, der alle verteilt. Nein, nicht verteilt. 3 sind davon bei mir.
Ja, drei sind bei Jusen, ja. Und eine steht hier bei mir rum. Hier hinten. Egal, was ich gemacht hätte, ich komme so oder so nicht ran. Oh, dann. Ich hoffe nur, David greift mich jetzt nicht an, Alter. Kann sein. Sind zu mir gelaufen? Ein Stücke, ja. Ach da, ja. Verwirrt ist hart. Die Ratte hatte ich, oder? Nee. Ich hab nichts gemacht. Ja, das kann auch passieren bei Verwirrung, ja. Oh ja. Ah, ich bin dran. Nice. Oh, ich kann auch wieder acten, nice. Wo liegt denn hier noch eine da? Bei dir? Ja, bei mir. Da hinten bei Jusen? Bei Jusen? Ich lass erstmal Jusen machen, dann kill ich die letzte, wenn er eine nicht trifft. Ah, klar, bei Jusen sterben sie wieder alle. Sind sie wieder alle. Nicht tot. Jusen, die Richtung Pfeiler muss. Also, ist die, die musst du nicht töten, die kann. Warte, Richtung Pfeiler. Ah, jetzt ist Pfeiler hingelaufen. Alles gut. Überhaupt was dabei? Nee. Alle leer. Alle leer. Warum waren die jetzt nochmal böse auf uns, die Ratten? Keine Ahnung. Jusen die bestimmt angegriffen. Keine Ahnung. Ich hab gar nichts gemacht. Jusen hat die bestimmt angegriffen. Ich hab gar nichts gemacht. Bin Jusen hat die bestimmt angegriffen. Jusen riecht unter der Achsel zu herb. Das hat ja sie verärgert. Nach Käse. Ich dachte, der hat dann unter den Achseln von den Ratten gerochen. Seid ihr doof, oder was? Ne, er benutzt Ratten immer als Waschlappen für die Achseln. Das ist es, jetzt haben wir es. Ja, jetzt habt ihr den Code geknackt, sehr schön. Dein Code ist eigentlich nicht so knackig. Hier ist ein. Ich glaube, wir können hier mit dem Ruderboot fahren. Oh, aber wir wollen ja nicht weg, oder? Erstmal nicht, nee, aber ich meine nur, also da geht's dann vielleicht weiter. Ruderbootmäßig hier merken. Unten. Am. Morphischer Tümpeldock. Na, hier, wo das Ding jetzt halt ist. Das Siegel. Oh, wirklich. Kann man sich da hin teleportieren. Genau. Wein. Das ist. Wine you, wine me. Juhu. Heilen wir uns erstmal wieder hier. Kann auch hier erstmal stehen bleiben, dann könnt ihr mal vorlaufen, ob ein Kampf kommt oder nicht. Aber das sieht sehr nach Kampfschauplatz hier unten aus. Speichern? Ah. Mach nochmal. Bitte. Danke, normal, ich nochmal. Ich lauf runter. Aber flott. Nächstes Spiel noch hier oben. Jusen, nicht einfach nur da unten reinrennen, ne? Wir wollen uns hier noch umgucken, so ein bisschen. Okay, hier passiert nichts, dann komme ich erstmal da runter. Ja, cool. Da unten ist noch ein Siegel. Wo ist ein Diegel? Ein Siegel. Wo ist eine Diegel? Wo ist ein Diegel? Ich gehe mal die andere Seite da runter. Ich guck mal, was. Da sind Typen. Wo sind Typen? Da sind tote Typen da unten. Ja, naja, ist doch in Ordnung. Solange sie tot sind, ist das. Oh, Wahrnehmung. Vorsicht. Falle. Warte, wir kommen erstmal zu dir, warte doch mal. Ach, da wo ich runter wollte, wo es hieß. Jusen, geht da nicht runter? Da geht ihr jetzt runter, klar. Warte doch mal, die liegt da drunter. Unter den Leichen liegen Fallen. Naja, ich wollte doch eine Wahrnehmung machen. Neue vorsichtig gelaufen. Ich will schon mal das zugehen. Watch how you go. Ich kann. Okay, das Feuer ist von alleine angegangen. Krasser Scheiß. Kann einer die. Oh, sorry. Nein, Jusen. Nee, das war egal. Ey, warum ich? Ich hab alles gemacht. Aber ich hab keinen Schaden gekriegt. Bin weggerannt. Sah bei mir gerade so aus, als wenn dein Charakter was gemacht hat und dann ist alles explodiert. Ja. Also ich, ja. Ja, ich hab ihn, weil das nicht okay. Achso.
Guck, haben wir den Weg. Und eigentlich hätte ich ja auch sagen müssen, ah, David. David ist ja heute an allem schuld. Aber ich kann die, ich kann irgendwie die Kadaver nicht wegbewegen, das ist das Problem. Wo wir sie angekettet sind, oder? Ja, oh, ich hab, ist so schwer. Nice. Ich hab den Kopf gefunden von diesem. Jusen, kommst du hier oben ran über mir? Ich weiß, wo du bist. Und sonst baller ich die Leiche runter. Baller runter. Nee, ich komm nicht ran. Aber. Du musst kann mit. Sein, dass ich dann die Leiche verbrenne. Nee, mit STRG. Also mit Strong und dann auf das Seil oben schießen. Ja, also Strong, also mit WASD quasi. Und dann kannst du. Okay, cool. Kann ich nicht markieren. Ja, genau. Nicht geklappt. Aber versuch nochmal, dass du vielleicht das Seil irgendwie. Dass du vielleicht nicht hier getroffen das Seil. Okay. Schade. Hier ist ein Zauberseil. Es geht nicht glaube, kaputt. Dann kann sie David Copperfield hier verlassen. Kann sich auch nach unten teleportieren, dann müsst ihr nicht langlaufen unbedingt. Boah, hier ist doch noch überall Loot. Und dahinter geht's zur Natur. Wo geht's zur Natur? Ein Ring und Geld. Das hinter den Leichen da, genau da, wo du durch bist. Dann links nach oben, da ist deine Truhe. Okay, ach da. Ja. I see, I see. Oh, Gold und Diebeswerkzeug. Da ist nirgendwo was drin, da ist was. Aber ich glaube, hier unten geht's weiter, wo ich bin. Ach, hier oben war bestimmt schon jemand bei mir, oder? Weiß nicht, wo du bist. Ist was, hier ist noch was drin, ne? Hier liegt noch ein Sack, David. Ja, da oben war ich noch nicht. Dip, 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 dip. Ist ja andauernd irgendjemand schreien muss, hört ihr da doch? Hm. Den Schreien hör ich mal nicht. Mal lesen, wo wir sind? Nö. In der Unterstadt, mein Freund. Okay, wow. Da schreien sie alle rum. So wie viele Menschen hier gestorben sind und andere Lebewesen. Tempel des Baal. Okay. Ja, habe ich schon aktiviert, eigentlich. Ne, kann ich normal machen. Hast du gerade gespeichert, David? Nee, das war hier wegen den. Waren automatisch jetzt speichern. Ja, links ist gleich auch noch eine. Ist ja schon wieder ein Portal. Ja, aber die habe ich. Ja, aber die hast du nicht entdeckt. So. Waren wir hier oben schon? Komm mal zurück, Jusen. Wir warten mal auf die beiden, bis sie fertig sind. Aber warte mal kurz. Jusen, deine Wahrnehmung ist fehlschlagen. Du weißt nicht, wo da Fallen sind. Hier ist eine. Ja. Die kannst du schon mal entschärfen, wenn wir gerade auslaufen, passiert doch nichts. Hast du gerade gesehen bei mir? Links und rechts können doch auch noch Fallen sein. Bei den Feuerschalen oder sonst irgendwas. Du hast doch drei Wahrnehmungen gehabt, die fehlgeschlagen sind. Ja, trotzdem ist auf dem Weg, bis ich jetzt gerade hier bin. Alles wunderbar. Nee, kannst du alleine stehen. Ich warte hier. Du nimmst auf, ne, Alex? Ja. Super. Ich warte hier, ihr müsst einfach nur von der kaputten Falle geradeaus laufen, wo ich gerade stehe. Dann dürfte nichts passieren. Meine Festplatte ist nämlich gerade vollgelaufen. Klassiker. Jo. Also es ist immer, wenn man Videos bearbeitet, denke ich manchmal nicht dran. Dadurch, wenn du in guter Qualität, sag ich mal, mehr oder weniger mit einer recht hohen Bitrate. Ich meine, wir übertreiben das eigentlich auch ein bisschen, aber mir ist das einfach wichtig, dass man ein flüssiges Bild hat. Ich kann das bei vielen anderen Streamern überhaupt nicht ab, wenn es so schlieren zieht. Von daher dauert das halt ein bisschen länger, aber so ein 3-Stunden-Stream kann am Ende, wenn alles gerendert ist, um die 80 GB mindestens groß sein. Das ist, ja, läppert sich, wenn man so ein paar Folgen auf dem Rechner hat. Kommst du, David? Oder was machst du da unten? Ja, warte kurz. Oder sollen wir zu dir kommen? Kommst du schon, Link? Du kannst gerade aus der Verlaufen, ne? Ja, was zu tun. Okay, ich verliere deinen Stuhl, okay.
Jusen, ich hab's dir jetzt versucht, zweimal zu erklären. Noch ein Ja, drittes aber Mal es ist doch. versuche ich's nicht. Okay, ja, cool. Bleibt da Ja. stehen. Das wäre alles nicht passiert, Okay. aber gut. Sagt, dass hier vorne noch Minen sind. Ja, wir müssen hier stehen bleiben. So, da ist nämlich auch noch eine. Achso, hier sind wir. Oh, wenn man die Kamera einmal dreht, dann weiß man gar nicht mehr, wo man ist. Ich war So. gerade im Inventar noch drin. Ich hab geguckt, ob wir irgendwas Neues Spannendes schon bekommen haben. Ihr könnt ein Stück nach vorne kommen. Sorry, wenn der Turm kurz weg sein sollte, Leute. Alex hat einen abgetrennten Clownskopf. David, es wäre nett, wenn du speichern würdest. So, Leute, bin gleich fertig. Gut. Also, danke, Kerzen aufgetaucht. Gute Frage. Bloß wieder das kleine bisschen Festplattenplatz hier macht, was ich nur brauche. Nicht, dass sich irgendwas aufhängt und. Also auch gefangen, gut. Weil wir jetzt Ich so ein hab cooler. Cutscene. Oh, okay. Oh, Religion. Ja, der Religion, würde ich sagen. Ja, aber guck mal, wie intelligent du bist. Aber hat nicht von. Achso, ich muss würfeln, wa? Ich ja. Ja, ich kann aber nicht mehr zurück. Okay. Aber vielleicht kann Pilot gleich nochmal machen. Ja, vielleicht Ja, kann da Pilot. rausgehen. You do not discover truth in these symbols you see only death. Cool. A chill tot. Okay. strikes as you turn, as if distant eyes were set. Okay. Alter, probier du mal. Debuff habe ich nicht. Tot. Stone seals this no key, no handle. Better to forget. Better to live. Nur jeden mehr. Oh, in mehr ist in mehr, ne? Probieren wir einfach. Hattest du nicht nur plus 1? Ne, ich hatte plus 2. Ich hab auch eine 9 gewürfelt, Alex. Okay, jetzt probiert der nochmal, Dicke. Schauen wir Ja, mal. ich kann nicht, ob ich kann. Ach Ich kann stimmt, noch du bist einmal ja dieser wiederholen. Eulenbär, ja. Nee. Wie einmal. Nee, erstmal noch nicht wieder. Okay, hast du schon gemacht. Ja, reicht. Aha. Nice. Jetzt haben wir es wenigstens. Glatt. Hä? Na ja, gut. A chill draft strikes as you turn. As if distant okay. eyes were set, watching. I'm watching you. Öffnen, können wir jetzt durchgehen, oder? Mhm. Ich probier's jetzt nochmal. Ja, vielleicht kannst du. Naja, du kannst. Ich hätte gedacht, du kannst da auftreten. Der neue Helm ist ganz schön hässlich, Jusen. Schade. Ja. Dann. Naja, und ich kann da bestimmt gar nichts mitmachen. Bei mir steht einfach nur verschlossen. Na klar, du bist ja ein Tier. Und Alex kann es nicht knacken, ja? Mhm. Nee, ist unmöglich, da ist zu knacken. Ging's denn bei David da unten noch weiter? Na, oder halt das Boot, was wir zur Verfügung haben. Wenn das muss der andere Weg wieder hoch, oder? Denke. Nee, hier ist noch nicht gelootet. Wo gehen wir denn jetzt hin?
Gute Frage. Einen anderen Durchgang gibt es nicht, ne? Vielleicht. Ja, wir haben halt, einen Punkt, also wir können ja hier jederzeit wieder zurück. Na, oder halt das Boot. Wo ist denn das Boot, bitte? Wir können uns ja zum Boot hin teleportieren. Können wir machen. Oder auch eine Schnellreise von hier aus nicht möglich. Hä? Müssen wir da hochlaufen. Wieso, Tümpel, das Ding kannst du dich doch hinbeamen. Ich nicht. Ich konnte es gerade nicht hinbeamen. Oder vielleicht, weil ich... Ja, weil ich... Frischer Tümpel-Doc, da kann ich mich gerade hinbeamen. Ja, ich stand auf der Brücke, deswegen war das nicht. Ja, aber hier ist das Flößlein. Flieg mal los, Schipper, mit euch. Mal gucken. Ja, bis die anderen da sind, ja. Okay, nicht genügend Platz. Nicht genügend Platz. Was willst du schon wieder mitnehmen? Ich will nichts mitnehmen. Ich habe noch einen Weg entdeckt. Ich wollte gucken, ob man da irgendwo hinkommt. Ein Weg. Wie gesagt, ihr könnt euch auch porten, ne? Jusen, ja, entspann dich doch mal kurz, bitte. Lass mich doch einfach mal kurz gucken, ob ich hier was finde, was ich gerade gesehen habe. Ich weiß, dass ich mich dahin porten kann. Die Ratten wieder da? Nee. Nee, ist nur, glaube ich, nur Abgrund hier. Ich glaube, wenn wir uns da alle reinsetzen, geht das Boot unter, oder? Meinst du? Ich glaube, du wiegst ein bisschen mehr als wir, David. Ach, was? Jetzt muss federn, wa? Oh. Geht denn 3, 2, 1 rein, oder? Ne, wir brauchen alle Steine, bevor wir losziehen können. Wir können noch nicht weiter. Ah. Was haben wir übersehen? Na, wir brauchen alle Steine, bevor wir losfahren können. War ja gerade gesagt. Ne, das ist klar, aber wo haben wir das übersehen? So war das vielleicht besser ausgedrückt. Na, wir müssen ja erstmal die rote Frau töten, damit wir den Stein kriegen, um uns mit dem anderen zu verbinden, damit wir den Stein kriegen. Soweit waren wir ja schon. So müssen wir jetzt ja echt wieder weg und dann erst die ganzen Steine so... heldenmäßig zusammensammeln überall? Ja. Okay. Auf der Karte sieht es aus, als wenn es vielleicht hier noch weitergehen könnte. Also wenn wir wieder runtergehen, weiß ich, das ist bestimmt nichts. Na, beschreib mal, wo denn? Wenn du im Stream gucken würdest, könnte ich es dir zeigen. Immer dieses Clickbaiting. Wo denn? Ja. Da geht's bei... Meinst du? Nee. Hier. Ich hab Werbung. Weil hier ist man ja auch aufgekommen. Dann müsste es doch hier weitergehen, oder? Aber es wird eigentlich mit Weg nicht markiert. Weiß nicht. Kann mich halt auch irren, aber ich denke, also hier bin ich vorhin hochgekommen. Und hier oben war ich auch auf dem Dach. Und deswegen der Teig vielleicht nicht hier sehen. Aber ich glaube auch nicht, dass wenn da was ist, da irgendwie groß noch was kommt. Aber schaut doch mal bei Unterstadtruinen. Bei diesen, Teleportationspunkt. Da ist da auch noch so ein komisches Viereck über die, bei diesem Fluss da. Dieses schwarze Viereck in der Mitte, meinst du? Ja, ja. Ja, keine Ahnung, was das ist. Oder ist das bloß ein Grafikfehler bei uns beiden Usen? Das schwarze Viereck. Kann auch sein. Also ich stand davor, da kann man nichts machen. Okay. Nee, bei mir ist das ausgefüllt. Und wo meintest du jetzt, Peiler? Ich sehe dir jetzt so. Wo meintest du, wo geht's weiter? Hier vielleicht? Da, wo David gerade steht, bei der Karte.
Also jetzt, ich weiß ja nicht, ob du hier irgendwie hochkommst, aber man konnte eigentlich hier auf den Mauern, glaube ich, hoch. Flieg einfach hin und her. Aber das ist das Einzige, was mir am Kartenrand noch aufgefallen ist, Aber wo ich denken das. könnte, das könnte hier ein Weg oder ein Tunnel, da wo noch hingehen könnte. Alles andere kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Nee, das ist ein Turm, aber da kommt man nicht hoch eigentlich. Okay. Ich Und an den glaube Seiten nicht. vorbei auch nicht, ja? Links oder rechts? Nee. Müssen wir jetzt eh wieder zurück oder porten uns zurück. I've got a long road ahead. Tja, gut. Dann waren wir hier unten erstmal so weit durch. Die Paar komische Connector Tür haben wir finden. jetzt auch nicht geknackt. Vielleicht brauchen wir dafür erstmal irgendwie einen Stein oder sowas, dass wir die Tür knacken können. Obwohl, jetzt ist es bei mir auch aufgeploppt. Viereck. Hä? Wie gesagt, ich stand davor, also da war nichts. Nix, nix. Weil es ja auf dem Dings auch so aussieht, als könnte man da rein. Wir können gerne da nochmal hin und gucken. Vielleicht kriegt ihr ja die Wand da kaputt. Bei mir wurde es nicht angezeigt, dass die kaputt geht, aber vielleicht habe ich auch einen Wahrnehmungswurf verkackt oder so. Ein Da waren Port wir Monster alle, hin. glaube ich, schon mal. Ja. Da haben wir den komischen Schädel und den Geist gehabt. Hä? Es sah so gerade so aus, als wäre eine Tür aufgegangen. Geh mal kurz weg, ich mache AOE. Nee, okay, das sieht einfach nur buggy aus. Ist nur deine Animation. Und durchlaufen kann Komm, man wir auch tauschen nicht. den Ring mal. Probieren wir mal aus. Was dann passiert. Ich entzauber wirklich mal eine Wolke der Wirbelmagie aus. Gucken, ob das geht. So, mit O. Gehen wir jetzt einfach zurück, Leute, oder habt ihr euch geportet? Wir haben uns hier zu Okay. dem Ding geportet hier. Kamen wir von hier oben? Waren wir hier oben schon? Ja, hier ist eigentlich alles angefangen. Da hat alles angefangen. Tja. Ja, stimmt, hier war zugemauert, wo das Viereck ist, ne? Kann man die Mauer hier nicht einreißen? Ne, wir Ah, haben es genau. nochmal einen Ah, hier, Versuch. die Fäule. Haben wir schon versucht jetzt so. Geht nicht mal null Schaden, also denke ich mal, geht nichts. Aber hier ist ein Gang, ne, David? Oder sind wir von da gekommen? Von da sind wir gekommen. Das war die Schatzkammer. Ah ja, okay. Naja, dann können wir ja hier runterlaufen und mit Damon sprechen, oder? Das Einzige, was noch ein bisschen ausgegraut ist, wäre da. Und da. Hey, wir haben AMP bekommen. Oh, ich habe eine Ratte getötet. Alex, guckst du noch in Stream gerade? Was ist denn hier mit? Dann müssen wir erstmal raus, Dicker. Keine Ahnung. Weil das sieht aus, als wenn es da noch weitergeht. Dann Vom müssen wir erstmal Überspringen. Und raus. an der hier vielleicht auch. Also Ja, wie der gesagt, die Tür kleine ist Error. aufgegangen. Die Tür ist aufgegangen. Oh, nice. Wer ist denn das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Also entweder hat jemand gerade irgendwas gedrückt. Wir haben bei mir auf der Karte gestartet. Natürlich. Naja, ich bin mit Springen einfach angesprungen, also. Na und? Was gibt's hier? Das war. Ich Nein, eine weiß Luke nicht. nach unten. Eine Luke nach unten Alter, vor Falter. dir. Warte. Kann man hier ein Licht drin anmachen? Da, Aber am hier waren Arsch wir des schon, Dings, glaube ich, Freunde. Verwusst. Das hier unten waren wir Bloß eine schon. Abkürzung, oder was? Ja. Na toll. Okay, haben wir das auch geklärt? Oder haben wir Da das im Raum wenigstens? gibt's nichts mehr, oder was? Ne.
Und wie gesagt, die andere Tür kommen wir ja bloß mit den Steinen weiter, meintest du, ne, Alex? Na, bei dem Boot, ja. Aber wir haben ja unten rechts noch eine Quest, irgendwas mit Steinen, aber ne? Ja, ja, aber wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, ob es hier in der Nähe ist. Ah, um das Tribunal der Balisisten zu finden, also müssen wir nach unten rechts. Oder wir machen hier unten rechts erstmal Teufelherz. Teufelsherz, ja. Mit Damon sprechen. Ne, das ist ja die Quest mit der unserer Verbindung. Mit Karlach, ja. Mit Karlach. Genau. Okay, da können wir Seelenmünzen abgeben und dann wird die stärker. Also machen wir das beeindruckte Mondtribunal, ja? Ja, unten rechts irgendwie. Ja. Genau, ist ja das. Beeindrucke das Mondtribunal. Ja, untersuche die Morde. Ich frag mich halt, wie man da hinkommen soll, obwohl da rechts ist, glaube ich. Wir können uns auch beamen, Stadtkanalisation und dann hinlaufen. Ah, das war das. Pfeiler, da kommt man, also da hinten kommt man nicht weiter. Das ist hier so eine Seilbahn quasi, wo ich gerade stehe. Oh, okay. Also heißt das so, man kommt da nicht nach oben, was ich dir gezeigt habe. Du stehst ja da ja, bei der Seilbahn. Da, nee, da kommt man nicht weiter. Okay. David und ich sind so weit gefahren, wie es ging. Alles klar. Dann war das auch geklärt. Ich denke, wir haben hier unten jetzt so gut wie alles gemacht erstmal. Wir gehen jetzt zu diesen Ewigkeiten her, wo wir hier waren. Wir gehen jetzt zu diesem Mordtribunal. Wo wir hier gegen die Leute gekämpft haben. Ja, unten ist so ein ganz kleiner Spalt, wo man eventuell durchkommen könnte, aber ja, bin mir noch nicht sicher. Wir müssen hier hochspringen. Warte, ich springe, Pfeiler, bitte nicht springen. Nee, warte. Ist hier was? Ja, da ist eine Wand. Geht man nicht zur Wand hin? Ja, geht man nicht dahin, ich spring mal gegen. Aber hier hinten geht's auch hoch und so, ne? Wahrnehmung erfolgreich. Nice. Jetzt können wir so kaputt machen, oder was? Immun gegen Hiebschaden. Immun gegen. Pfeiler, komm mal ein Stück zurück. Er macht da AOE. Wegen Feuer. Wenn noch ein Pass. Irgendwas mit. Energie, Energieschaden. Genau. Hat Jusen da nicht was gehabt? Oder muss ich meinen Energieschaden erst raussuchen? Nur ein Schlag mit mindestens 10 kann das machen. Okay. Haben wir noch eine Schriftrolle mit Energieschaden, Pfeiler? Wenn nicht, dann hau doch eine Schriftrolle da drauf. Oh, ich hab Schaden gemacht, Ja, nice. Dann mal nochmal. Okay, keine Ahnung, was das ist, aber zwischendurch ist mal ein bisschen was komisch an dem Game. Aha! Nice. Magic. Ich bin ein guter Orientierter. Wir sind Leiter. Aber hier, nach hinten wäre es auch noch weiter gegangen, ne? Ich weiß bloß nicht, aber ich denke mal, da waren wir schon aufgedeckt, ist die Karte an der Stelle, ne? Ja. Wenn okay, wir sind ein bisschen in der Stadt, wenn wir hochklettern. Okay. Also wieder nur eine Abkürzung. Mann, ich hoffe immer, dass wir mal wieder irgendwas finden, wenn wir so eine Tunnel aufmachen. Aber wir hätten ja eh rausgemusst, ne? Jo, ich gehe mal wieder. Achso, können wir mal einmal kurz zu der Würmbrücke gehen? Checko. Zu der Würmbrücke. Verkaufen meinst du? Südlicher, eher südlicher Teil der Würmbrücke. Willst du da verkaufen oder was ist der Plan? Ja, ich würde da einmal ganz kurz hin, aber Pyler quatscht gerade. Also kannst du da allein hingehen, wir können jetzt den ganzen Stuff in der Inventar Untoten. Nein, wir können da nicht hin, ich kann da nicht alleine, das ist ein Szenenwechsel. Ich kann eh nicht antworten. Ah, okay. Also ein Gebietswechsel, deswegen... Können wir gerne tun, ich habe nichts dagegen. Müsst ihr da mitkommen, weil ich würde einmal zu dem Alchemiehändler gerne kurz hin.
Aber das können wir auch offstream machen. Ist eigentlich wurscht. Müssen wir nicht jetzt machen. Ich kann auch hier normal verkaufen. Alles gut. Ist Quatsch. Ja, quatsch mal mit dem Partner. Ich habe ihm doch gerade Gold gegeben. Hast du ihm Gold gegeben? Warum hast du ihm 15 Gold gegeben? Weil er mich gefragt hat. Ah, okay. Ein 15, ist doch voll drauf geschissen. Aber warum gibt's... Ein seltsamer Bettler. Wenn dir ein Obdachloser zu dir geht und sagt, hier, gib mir Gold und darfst mich verprügeln, würdest du das machen? Ich habe ihn ja nicht verprügelt. Ach so. Weil meine ist so meine Entscheidung. Darf ich ihn verprügeln? Mach mal, David, wir laufen schon mal weg von dir, ja? Bevor hier gleich die ganzen großen Maschinensoldaten angreifen. Ist die Staggi, Staggi-Leggi, ist die Stadt-Leggi, die Staggi-Leggi. Ja, so weit ist es schon wieder, Alex. War hier nicht irgendwo. Okay, bei dem war ich glaube ich noch nicht. Okay, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Merke ich gerade. Komme ich oben einfach so wieder raus? Mal gucken, was hat sie denn so. Ich meine, die Stadt ist echt cool soweit, ne? So ist eigentlich eine hübsche Stadt, aber ich glaube, weil so viele NPCs hier drin sind und du ja dich mit jedem unterhalten kannst und ja hier viele Quests verteilt sind, ist jetzt so laggy, oder? Weil der alle Gespräche gleichzeitig abspielt. Es ist ja nicht, ich denke mal, nicht so gemacht, dass nur Gespräche in deiner Nähe abgespielt werden, sondern auch die NPCs, obwohl du für 2 Kilometer weg bist in der Stadt von den anderen, die reden trotzdem alle. Und deswegen leckt es, denke ich mal. Da Na, müsste man halt begrenzen. auch Bewegung und alles Mögliche und Genau. irgendwie Aber in anderen Spielen wird es ja begrenzt, damit es flüssig läuft. Ich verstehe bloß nicht, warum sie es hier denn nicht machen, weil man kriegt es wohl nicht besser hin. Keine Ahnung, was sonst das Problem ist. Oh, kann ich die Zauberer mal aufs Maul hauen, Alter? Versuche mich nochmal mit denen zu unterhalten. Ja, gerne meinen Feuergeist mal wieder rufen. Aber ich weiß nicht, ob das in der Stadt so gut ankommt. Ich bin gerade hier bei Baldur's Ohr drinne. So heißt so eine Kaschimme hier. Und da ist uns so ein Tor nach unten. Ich will jetzt mal wissen, ob ich die damit reizen kann. Ich mache mal einen Elementstufe 5 Zauber. Die sagen, das ist der Kindergarten. Ich bin gleich wieder da. Das hier ist sogar Stufe 6, ne? Aber ich fand eigentlich meinen normalen Feuerdude ganz cool. Oh, wir können hier sogar bei einer Quest sehen, wie viele Verbündete wir haben. Obwohl, nee, Tantchen Ete ist dankbar, dass wir ihr das Kind gelassen haben. Sie wird bei den kommenden Prüfungen zur Seite stehen. Ich glaube nicht. Und unten Wollo ist zu einem treuen Verbündeten geworden. Seine mächtigen Worte der Ermutigung werden uns in der kommenden Prüfung begleiten. Ja. Ich Glaube weiß ich nicht, ob eher der noch. weniger. Ich weiß nicht, ob der noch ein paar mächtige Worte macht. So, Alex verkauft er hier denn nur, ne? Aber ich bleib mal hier vorstehen. Dann gehe ich nämlich selber mal auf Toilette und ein Kippchen rauchen. Und dann können wir weitermachen. Ja. Oder wie jeder was. Oder wer oder wo. Bin wieder da. Jetzt mache ich noch mal eine kurze Pause, Alex. Okay. Aber ich stehe schon in der Nähe bei dir.
falls wir denn gleich loshotten. Bis gleich, Leute. Ein paar Minütchen. Bin wieder da. Easier to don some armor than learn to swing a sword. If you can manage the extra weight, that is. So, ihr könnt mir eure Sachen reinpacken, wenn ihr wollt. Peiler, ich habe gerade eine geile Kiste gefunden. Peiler ist nicht da. Achso. Okay. Wir können das im Winter packen, okay. Hier ist noch ein Eingang. Mhm. Wir hatten den Friedhof noch nicht richtig abgelaufen. Okay. Hier gibt es ein großes Mausoleum. Also kann sein, dass es natürlich vielleicht nur ein kleiner Raum ist, ein Grab, aber ich könnte mir vorstellen, dass da was Größeres ist. David, guckst du bei Pyla auch nochmal, ob er was hat zum Verkaufen? Ach so, ja, warte. Thank you.
Hier ist auch noch ein Schlüssel. Wartet? Von eurer Seite aus? Ja. Ja. Okay. Weil ich speichere erstmal kurz, bevor ich hier irgendwas falsch abklaue. Ja, ich komme erstmal zu euch. Ja, komm mal zu mir, so muss man mit den quatschen. Dann bin ich wieder. Aber. So, meine Lieben, wo seid ihr hin? Friedhof, hier, hier gibt es noch so zwei Dinger, wo man eventuell rein kann. Truth be. Friedhof. Kann man sich da hinporten? Nö. Something caught your eye then? Careful. Most of my wares can take an eye right out. Okay. All of my wares are. Oh, ein Goldzwerg. Okay, ich bin bei dir. Was soll ich tun, David? Hier gibt's drei Eingänge. Das ist ein Friedhof. Warte, ich hatte gespeichert, sicherheitshalber nochmal. Tale easy. Welcome back to enjoy our unmatched selection. Okay, kann man auf jeden Fall rein. Aber geht's hier weiter? Wo seid ihr denn? Ach, da ist Jusen. Ich bin bei Jusen. Ja, komm mal erstmal zu mir. Hier sind drei Eingänge. David ist gerade in den mittleren reingelaufen. Ah, okay, okay, ich sehe schon. Sollen wir zu dir kommen, David? Mausoleum oder was? Ja. Okay, das mittlere, Leute, kommt hier rein. Na, Alex ist noch nicht da. Doch? Nein. Achso, ich dachte, er wäre hinter dir. Nee. Hätte er doch gesagt, wenn er hier wäre. Man könnte hier auch klauen und Grabschändung machen. Und graben. Dann gehen wir nochmal kurz hoch und warten erstmal. Ja, hier ist eine Wand, glaube ich, wo wir durch können. Ja, gucken wir gleich mal zusammen. So, wir müssen aber so um 22 Uhr auf jeden Fall Schluss machen, weil mein Frauchen muss morgen früher raus. Alles klar. Mhm. Aber haben wir ja noch anderthalb Stunden, Leute. So circa. Überleg gerade, ob ich nicht mal was von meinen Zaubersachen einsetze. Und da unten ist auch noch ein Mausoleum, aber da müssen wir mal gucken. Ich könnte mit den Jungen da unten quatschen, wer da am Mausoleum ist. Hier unten ist eine, oder was? Unten bei dem Ding. Ja, du darfst doch nicht einfach erst hier liegen lassen, Alter, weißt du, wie die uns anfallen. Ich schon ihn so, Alter, Leute. Ich kann nicht immer nur blind einfach durchlaufen. Hm. Hab das schon gemacht. Siehst du, ich wusste, dass es kommt. Bin's ja schon gewohnt. Oh, hier ist eine Wahrnehmung. Komm mal her, David. Achso. Steht sie gerade den Toten? Ich bestehe gerade die Toten hier unten, ja. Ich habe keine Zauberstufe 5. Der will kommen wieder runter, hier ist eine Wahrnehmung. Braun war Alex für eine Zauberstufe 5 regenerieren. Was? Trankbraun? Hm? Also Elixier. Zauberstufe 5, also wie heißen die Dinger immer? Arkane. Elixier der Arkan-Kultivierung. Hier. Komm mal her, David. Weiß ich nicht, ob ich das. Wir sind hier, wollten wir gemeinsam. Na, Lila ist Stufe 4. Ja, aber wir können trotzdem mal die Wahrnehmung hier mitnehmen. Ich bräuchte noch eine Zauberstufe 5, das Einzige, was ich jetzt nicht habe. Sonst bin ich noch gut ausgerüstet. Du sollst zu mir kommen, ey. Bist du doof? Oh, ich habe hier gerade einen befreit. Katzi. Oh, siehst du? Ja. Warte. Oh, wir haben ein Loch gefunden. Katzi, ich komm rein. Okay. Hört sich nicht so gesund an. Okay, der kotzt ein bisschen. Ey, das war der Tote in dem Grab, den du ausrauben wolltest. Nee. Ich glaube, der war noch nicht tot, der war nur scheintot. Und wurde verbuddelt. Das Glück hat euch nicht geholfen, ich war's. That's what I get for filching a baldy.
And not case made me dig my own grave. Stone Lord, he calls himself. More like Stone Shies. Welcome, Mortals. Hey, du bist Schurke, Schurke. Dann mach dieses. I got greedy, alright? I won't make the same mistake twice. Thieves' honor. Look. Wenn er uns vielleicht erzählt, was er geklauen wollte. Thanks, but the stiff below has some fancy doodas. You're welcome to them. Okay, dann kannst du ein Grab ausschaufeln. Viel Spaß. Okay, hab ich. Ach komm, wir machen es jetzt einfach. Ach nee, geht ja gar nicht. So Bonusaktion, die kann ich, das kann ich nur im Kampf wirken, denn, wa? Nee, kannst du auch jetzt mal. Aber irgendwie ist es ausgegraut. Was willst du denn machen? Mir einen Zauberplatz meiner Wahl regenerieren. Aber das habe ich wohl schon mal gemacht, denke ich mal. Deswegen wird es ausgegraut sein. Na, ist egal, da habe ich keine Zauberstufe 5 im Moment. Dann ist das so. Oder, warte mal, wenn ich das mache... Die Frage, brauchst du... Ah, okay, dann macht er einfach bloß den... okay, ich verstehe. Okay. Ist er da reingegangen? Okay. Und Alex? Nö. Also, wir sind im Mittleren, aber ich guck nochmal in den anderen rein. Vielleicht ist da was anderes. Okay, das wäre Clown. Na gut. Achso, müsste erst geknackt werden. Müsste Schaulinchen knacken, das Ding hier. Nö. Ja, dann warte doch mal, bis er hier ist. Weiß ja nicht, warum du dir jetzt die anderen Sachen schon alleine angucken musst. Er hätte mir auch helfen können, hier beim Friedhof rumlaufen, dann muss ich das nicht alle alleine machen. Aber wir wollten hier rein eigentlich, du bist ja losgelaufen. Mhm. Ja. So, David. Na, hier rechts ist jetzt ein Loch, das haben wir entdeckt schon mal. Da kommt man nicht durch, oder was? Doch, aber hier ist noch eine Steinwand, die wir einhauen können. Warte, ich mach's noch so. Oder Jusen, willst du draufhauen? Nee, es bringt bei mir nichts. Du müsstest da wieder ranspringen. Das ist wahrscheinlich am besten. Nee, das funktioniert nicht. Hä, ist doch der gleiche Schaden. Na egal. Cool. Kann ein bisschen dauern, Leute. Oder? Ist kaputt. Wir sind doch durch, alles gut. Aber in das Loch kommen wir doch so nicht rein, oder? Muss man da nicht wieder... Oh, Wahrnehmung fehlgeschlagen? Oh, hier ist eine Falle, glaube ich, oder? Ja. Jusen, nicht drauf. Oh, da ist noch eine Falle. Jusen, warum bist du denn jetzt genau da drauf? Oder? Alles ja, gut, ich wollte doch nur noch die anderen Fallen kennenlernen. Oder hängt was an der Wand, pass auf. Das muss man auch anstehen. Hier nicht, auch hier nicht durchlaufen, hier Jusen, da ist ein Draht gespannt. Ich bleib nicht stehen, wo ich gerade stehe. Wir haben ja jetzt 3-4 Fallen, die wir sehen. Und die Falle vor Jusen noch, Alex, und die neben David, die an der Wand hängt. Na, und da ist auch, genau, da ist noch so ein Band. Und da ist noch ein Draht und neben David hängt halt auch noch eine. Geht das? Pass auf, hier hinten sind noch mehr Fallen. Die hat Alex Bus noch nicht gefunden. Jusen hat eine. Weißt du die nicht? Seht ihr die? Irgendwo bei dir muss sie sein, Digi. Ja, ja, aber ich hab die gerade. Der Kopf da hinten. Ach, da, an der Wand. Oh, ich hab noch eine Falle. Hallo. Ich kann doch nichts dafür, dass die schießt. Ne, hier hinten ist eine Falle, ja. An der Wand direkt. Die schießt gerade.
Nice. Und? Was hat er uns gebracht? Ein schönes Schild, plus 3. Das ist krass. Findet man nicht so oft. Eigentlich immer nur plus 2. Ja, ich habe auch ein plus 3 Schild. Okay, sorry, Verzeihung. Alex, warum hast du ein Skelett in deinem Inventar? Na, weil ihr die Sarkophage auch knacken könnt, ne? Aber ist gut. Ja, wie wollen. Also, die waren rot und auf manchen war ein Schloss drauf, deswegen wollte ich das dann mit dir zusammen machen. Aber dadurch, dass die Jungs ja jetzt hier rein wollten, habe ich gedacht, wir gehen erst rein und machen das danach. Die Sarkophage hier unten. Achso. Die könnte man auch knacken. Aber eigentlich war alles drüber. Ist mir das wohl nicht aufgefallen. Silber sollten wir doch mal einstecken, oder? Speichert. Level voll ist, glaube ich. Ja. Gehen wir hier wieder hoch oder waren wir beim Friedhof wieder hoch? Das ist gut. Gut. Friedhof, okay. Wir kommen hier hoch. Okay. Naja, dann ist ja ganz unten, da können wir auch noch rein. Großes Mausoleum. Ja, und das Loch, ne? Achso, das Loch an der Wand, hat das jemand angeklickt? Nee. Na dann. Wo war das hier unten, ne? Ja. Lauf hinterher. Korb hat keiner gelootet. Ein Tuch. Da ist es. Ach, okay, da muss was Kleines rein. Muss sich einer klein machen. Lord Gregorian Gorion, First High Constable of Baldur's Gate, the city's protector. Ich habe auch einen Zauber, wo ich euch mit klein oder groß zaubern kann. Ich würde halt ungern die Eulenform jetzt mitmachen. Naja, musst du doch nicht. Und wir noch dieses hier. Ich nehme mal diesen Trank mit in Gasform. Ich kann ja mal gucken, wo ich da hinkomme. Mhm. Passt. Bin durch. Nice. Oh, kann auf dich gucken. Okay, wo bin ich? Ich bin irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich euch hier holen kann. Geh mal da Richtung Dings eventuell. Wo der Ausgang ist links, ja. Dann gehst du einfach auf seinen Charakter. Ich da auf die Wolke klicke? Ja, genau. Doppelklick und dann. Ah, Doppelklick. Hier ist ein Gang. Ja, hier geht's noch. Okay, oben. Kannst du hochgehen? Dann wissen wir, wo du bist. Genau. Geh mal hoch, dann wissen wir, wo du bist und wir können damit rein. Ja. Sieht aus wie eine Leichenhalle. Ah. Ach, vorher gewusst mit dem Doppelklick auf Alex, ja. Endlich beim Verkaufen ja auch immer zugucken ja, können. Ja, warte, da, ich lauf raus. Das dann. Wo ist du da unten? Wo, David? Ja, hier, sie ist auf der Karte oben rechts. Warte. Cool.
Chief Houndmaster Paul. Okay, jo, komm. Endlich ein Kampf, ich wollte es gerade sagen. Kann ich endlich mal wieder. Oh, warum soll ich würfeln? Okay. Ich kann würfeln. Alter, 23. Das ist nicht schlecht. Alter, 1660. 88, okay, krass, krass. Okay, wieder Energie und gleißender Schaden kann der Haupttyp der Hundeführer nur oder halt Nahkampf. Oh, den einen habe ich schon tot, den einen Hund. 66 Schaden gemacht. Genau, oder was? Krass. Genau das gleiche. Ja, genau 66 Schaden gemacht, ja. Heftig. Ah, nein. Ach, die sind immun gegen Liegen. Das sind Geister. Du sagst gleißender Schaden, David, oder Energieschaden? Oder wir hauen einfach drauf. Ah, er hat sie da hinten. Bei ihr zwei. Ich habe ein bisschen Schaden schon genommen. Kannst gerne noch draufhauen, ich kann nichts mehr machen. Ich kann auch nichts machen. Ich habe auf den anderen gehauen und bin dann zu dir hoch. Achso, okay. Du bist noch mit deinem Charakter dran, ne? Halt aus, ja. Kannst du den Fünfer schon mal töten? Kannst versuchen, ja. Hat der nur noch 5 Leben? Ja. Das habe ich gerade nicht gesehen. Egal, mach weiter. Du kannst immer noch treffen. Nice. Wow, dafür. Boah, ordentlich. Dann bleiben wir mal so stehen. Mal gucken, wer da beißt, aber er guckt mich noch an. Ey. So, jetzt ist Alex dran. Baller ihn weg! Nice! Der tote, ausgestopfte Bär, Alter. Stoffbär, okay. Das ist also kein echter Ausgestopfter, der ist eigentlich wie so ein Teddybär aus Stoff, ja. Der haut ordentlich zu. Nein, nein. Mitten ins Gesicht, macht Jusen ja auch nichts. Das waren 5 Schaden, mein Gott. Fängt an, die Peitsche zu spüren. Nice. Schön, schön. Jusen, du kannst mit mir mal die Sarkophage hier knacken. Da braucht man Stärke für. Ne, nicht unbedingt an meinem, sondern die anderen 4, die hier noch liegen. Achso, okay. Nimmst du den daneben und dann. Ihr könnt Stoffbär anquatschen. Hier liegt der Houndmaster of the Durin Bolts. Ich hab Rex aufgehoben. Rex? Rex? Kommissar Rex? Ja, die ganzen Leichen sind Sarkophagen. Da, liegen hier. Mhm. Was mit den Bären nochmal? Kannst du anquatschen? Nee, klappt bei mir nicht. David, komm du mal her, du bist so Naturkunde. Hab schon. Bei Jusen hat's geklappt. Können wir den mitnehmen? Nee.
Er kann ihn bestimmt mit der magischen Hand bewegen, aber wo sollte man den hinbewegen? Here lies the Houndmaster of the Durinbolts, surrounded by his loyal pack. Das Wort hier. Good boys and girls. Würde sagen, ja. Seht ihr auch einen Hund hier zu stehen vor mir? Ja. Warum können wir nicht mit dem interagieren? Weil er tot ist. Habe ich ausgestopft. Hm. Am Weg war hier mal ein kleiner Kampf. Und hier kommen wir jetzt wieder nach draußen, war ja. Und dann bleibt noch das große Mausoleum da, aber da könnten wir eventuell Probleme bekommen. Mal gucken wir mal. Bin jetzt woanders noch rein hier. Direkt daneben habe ich geknackt. Okay. Wenn ihr in den Keller rein oder was? Wenn ihr rausgeht, ja, Toten, ach, raus, Totenhalle, Keller. Kann gerade nicht genutzt werden. Ich gehe rein. Ah, ich krieg, oh scheiße, ich krieg die ganze Zeit Minus von den Leuten, die hier stehen. Du bist zu groß, dann bleib draußen. Totenhalle oder was? Bleibt einfach draußen, Pyler und ich sind doch hier unten. Dann riskieren ich wir nicht das. Ich bin auch hier unten. Gut, alles klar. Ja, sorry, ich bin schon runtergelaufen, aber ich habe keinen Schaden. Anita Fischer hat Minus. Knüppel. Jetzt hart einen reinknüppeln, Jusen. Also hier kann man ja alle noch einzeln durchgucken. Zack, nix drin. Nix drin. Jusen, quatsch mal mit der Monarchin. Nix drin. Die ist hier rum oder was? Nee, die hier läuft mit dem Fernhammer. Ihr seid alle schon wieder raus. Mighty Branwen. Okay, ich krieg's bitte. Branwen grants you honor in death. Okay, die hat nicht viel zu sagen. Okay, dachte. Also. Achso. At the ready. Mit der hatten wir ja auch schon mal gequatscht. Hat hier so leuchtet? Da oben ist der Haupteingang bei dir, David? Große Mausoleum, ja. Ja, naja, ist die Frage. Aber muss Jolin erstmal knacken, das Ding. Ja. Was muss ich knacken? Hier oben noch den Eingang zum Mausoleum, zum großen Mausoleum. Super. Also, mein Mann ist ein Ass, wird übersetzt, top. Richtig gut übersetzt. Ass ist Ekel. Ich verstehe schon. Habe ich auch so im Englischunterricht gelernt. Hoffen. Okay, ich bin drin. Vorsicht, also, hier sind dabei zum Tränke herstellen. Elixier der grenzenlosen Fokus, ja, kannst du mit dem herstellen. Oder nehmen wir das schon mal?
Nee, das Oh, ich habe kein Gold davor. Ja, warte, ich kann dir was Gold reinpacken. Warte mal, ich verkaufe doch was einfach. Zu dem Verkaufen. Der ganze Scheiß, den ich da unten eingesammelt habe. Das war ja gut. Hier bei mir ist auch oben noch eine Falle. Oh Gott. Warte, soll ich mal vorher speichern? Aber Federfall wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ne, brauchen wir noch nicht mehr. Okay. Liegen ja. In den Nebel nicht reinlaufen, da kriegt er Schaden. Okay. Ich hoffe, der geht irgendwann wieder weg, der Nebel. Ich glaube, du musst erst die Falle entschärfen. Ja, ich weiß nicht, welche das ist. Gucken wir mal. Ich sehe hier keine Falle. Alter, Todeswolke, Schriftrolle habe ich gerade gefunden, heftig. Mhm. Öfters mal. 4 bis 40. Ja, natürlich läuft sie rein. Ist sie behindert. Und wo ist da eine Falle? Ich habe jetzt nicht gesehen, wo die ist. Kannst du ja auch nicht sagen, Alex. Ich habe es auch nicht gesehen. Bin bloß durch die Wolke gelaufen. Na, da ist jetzt eine Falle aufgedeckt. Irgendwo. Hab nicht reinlaufen, Jusen. Ja, aber ich will versuchen, die Falle irgendwie zu triggern. Du brauchst doch nur drüber hovern. Dann entdeckt er sie ja nicht. Na, Beiler hat sie doch entdeckt. Seine Wahrnehmung war doch erfolgreich. Achso, vor dem Sarg direkt. Da ist so eine Entlüftungsding. Hier war die Wahrnehmung nicht erfolgreich bei mir bei der anderen Wolke. Ah, ist David da schon lang? Ja, hab so. Ja, bei David sieht man sie, Alex. Ja. Soll ich einfach einen Feuerball draufschießen? Kannst du probieren. Gucken, was passiert. Ja, alles gut, ja? Ist weg. Nein, auf der anderen Seite doch aber nicht. Ach so. Oh, jetzt hat er das rausgezogen. Warte kurz. Nee, muss ich entschärfen. Ja. Recht. Du bist blind. Wie willst du denn da was entschärfen? Boah, schaff ich. Nur mit dem Tastsinn bist du krass. Deswegen bist du einfach der beste Schurke überhaupt. Bist du? Man kann dir blind vertrauen. Ja, was war der jetzt? Aber das auch, oder? Ja, geht's denn noch irgendwo weiter? Sieht aber eigentlich nicht so aus. Immer schön mitnehmen, die Bücher. Nö, das war's wohl, ja. Der wird recht. Ich sehe auch nichts, was aussehen könnte wie eine kaputte Tür oder ein Hebel an der Wand oder so, habe ich noch geguckt, aber. Damals zwei Leichen in ihr Licht. Ich sehe hier kaum was. Hier liegt auf jeden Fall eine Schaufel. Könnte das was zu bedeuten haben? Hey, kann man ein paar Gräber auskommen. Jusen, kommst du da oben ran? Ne, wenn du nicht rankommst, Falle, komm ich da auch nicht ran. Okay. Komm wieder raus. David? Hm. Kannst du mit der Verkäuferin da unten mal quatschen? So dass sie in die andere Richtung guckt? Jusen, musst du mal, kann ihn nicht antworten. Ja, jetzt die Verkäuferin, genau, nice.
Mit der habe ich schon gequatscht. Ja, ich soll jetzt nur aufdenken. Ich würde gerne eure Blumen sehen. Sechsmal. Hat die jetzt nicht nur noch den Plunder dabei, den ich hier reingedrückt habe? Ich habe alles andere gekauft. Ah, jetzt. Ich schau den, brauchen wir irgendwie Herbstkrokus? Nee, war zum Herstellen irgendwie? Nee. Keine Ahnung. Was ist denn das für ein Trank? Nein, nichts Wichtiges. Trank des Federfalls. Okay, kann ich wieder raus oder willst du noch weitermachen? Ja, nee, kannst du wieder raus, alles gut. Anytime. Alete die Cola. Boah, Alter. Was sind denn hier so viele? Einen kleinen Schluck neuer. Hat auch ein bisschen mehr Kohlensäure. Kannst du dasselbe nochmal mit dem da machen? Mit dem, ja. Lenk sie ab. Alex ist am Stehlen. Ja. Nice. Die Finger sind gespitzt. Er kann aus Waren wählen. Oh, die ist wieder raus. Hast du es geschafft? Okay. Was ist denn das? Weil er ist ganz gespitzt. Was okay. Quatsch mit dir? Ich bin Katzin. Eidechse. Bist du eine Katzin, okay? Deine knuffige Stimme. Komm in meiner Kiste, okay? Du sollst deine Kiste nicht anpassen. Was machst du im Grab von meinem Vater? Täuschen, Alex. Er täuscht uns am besten eigentlich, ja. Ja. Alleine schon. 25, okay. 11. Okay, vielleicht. Nice. Ja, perfekter. Nicer, nicer. Er ist aber nicht sehr intelligent, ne? Oder Chardin ist intelligenter. Der Name sagt schon alles. Gefurt, ja. Nice. Ja, nice. Hab ich. Geil. Hammer. Wie viel Gold war drin? 333, ein Diamant und noch zwei Tränke. Jo, das ist ordentlich. Jo. Für so ein Grab. So, kommen wir jetzt überall dran? Nee, hier hinten ist noch was, Alex, wo das kleine Mädchen steht. Da oben ist noch ein Haus, oder waren wir da schon mal drin? Nee, wir waren nur im Keller. Wir können auch ins Haus und wir können hier unten das Mädchen noch machen, Digi. Ja, was ist da mit noch ein Grab? Achso. Ja, okay. Willst du mit dir reden? Oder ich? Chaudine muss ausgraben, du musst sie ablenken. Richtig. Geh auf die andere Seite des Grabes. Und dann quatsch mit dir, ja. Okay, cool. Genau vor ihrer Nase, wie es gerade doch im Eckbildschirm weggeploppt. Hammer. Der Rest war nicht so Hammer, aber... Hier sind wir vorhin auch rausgekommen aus dem? Ja, ne? Okay. Ja, ja. Hab alles. Da war nicht so viel drin. Geht's noch weiter, ne? Ja. David, hier gibt's wieder eine Toilette. Willst du dich wieder reinsetzen als Eulenbär? Das sah so lustig aus. Ja, nee, ich quatsche hier unten mit der Karte. Da hinten ist übrigens die Quest, ne? Mit dem Tribunal und so. Ich warte erstmal. David soll sich da reinsetzen. Ja, stimmt. Da ist das Tribunal. Warte, wo bist du? Da oben? Hier packt oben. Immer so schön lustig raus. Hier unten. Neben dem Haus. Gucken, das letzte Mal war es ja ein kleiner, also. Ne? Das war ja nicht gemauert, das war eine Holztoilette, aber das sieht da bestimmt noch komischer aus. Drück mal einen ab, Dicker. Okay. Dann muss man die Klotür zumachen. Ich soll doch die Klotür zumachen? Ja, warte. Mega. Oh, schön. Brauchen sie meinetwegen auch nicht fixen, diesen Bug, der ist der Hammer. Ey, du sitzt doch einfach nur draußen auf der Toilette, oder? David? Du saßt doch gerade nur draußen auf der Toilette. Ja. Du saßt ja nicht wirklich drinnen. Kopf hat rausgeguckt. Nee, bei mir saßt du einfach nur links daneben. Ja,
Also Alex, ich glaube, ich muss raus in den OBS einmal reinklicken, damit es funktioniert. Okay. Wo ich es gerade hier gemacht habe, wollte einen Zauber machen, halt hier unten hier sehen. Mhm. Aber ich probiere dann nächstes Mal auf dem Stream Deck nochmal aus. Sample Tombstone, Modest Edition. Maximum Engraving Length, 3 Words. Kyusen ist da. Ja, hier geht's glaube ich weiter. Da sind die Tribunale, da müssen wir gleich weitermachen. Aber Shaolin ist halt wieder im Standardmodus Clown. Und er ist doch schon im Haus drin, Digga, wo du vorstehst. Richtig. Nee, wir müssen auf die andere Seite. Ah, okay. Ja, hier sind Türen. Ach, da oben sind Türen, nice. Sollen wir mal reinkommen, oder? Wahrnehmung, okay, super. Warte, Jusen. Okay. Hier ist ein Knopf. Dann gehen wir alle rein. Machen die Tür zu. Sind ja auch die unauffälligste Bande in der Stadt überhaupt, Alter. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, aber auch du, wenn du deine Wesen rufst oder ich mein Feuerelementar oder sowas, das ist schon sehr unauffällig. Ich hab gedacht, hier geht's noch nach oben. Na, ich wie gesagt, ich glaube, wir müssen in einem anderen. Nein, da an der Wand ist ein Knopf, dann geht der Schrank zur Seite wahrscheinlich. Bam. Ah, okay. Ah, ist er. Da ist eine Tür, kann ich nicht knacken. Ich, ja. Ich hatte den Knopf gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Alle werden erwartet, alle werden umarmt, niemand wird entkommen, okay? Okay, ich speichere mal lieber. Geschichte, Nachforschungen. Sprech die Lösung, Sicarius. Okay. Na, ich kann ja erstmal Geschichte und Nachforschung machen. Okay. Gut. Soll ich mal versuchen? Zu viel dazu. Warum? Richtig, achso, du hast ja nochmal die Lösung sprechen können, vielleicht. Man kann auch Pfeiler machen. Ich könnte auch Nachforschungen machen. Ja, es ist dasselbe wie Geschichte. Oh ja. Aber es hat Shaolin, glaube ich, schon gemacht. Ja, ich hab's verkackt. Ja, aber das. Aber hast du Geschichte gemacht oder Nachforschung? Geschichte. Ah, okay, dann mach mal Nachforschung. Vielleicht kommt da was anderes raus. Oh, 20, okay. Hingucken. 13, los! Okay, verkeckt. 5. Verkeckt. Oh, dann sag mal ein Lösungswort. Ja, sag mal das Lösungswort, vielleicht hilft das schon. Jo, wir haben nur 2. Ja, nee, lass das mal. Einfach weiter. Bist du weggegangen oder hast du den Zauberspruch gesprochen? Zauberspruch. Ah, okay. Oh, cool, nee. Jo, man kann rein jetzt, ja. Alter, fehlt doch noch ein Eulenbär. Hm, nicht der Zauberspruch. Der kann nicht sprechen. Und ist das eher so? Nein. Keine Ahnung, wie der Eule macht gerade. Er ist recht ein Eulenbär. Flaming Fists, das ist ein Uhu, oder? Uhu. Den war Luigi. Da hinten ist auf jeden Fall was, Alex. Ja, hier ist eine Wahrnehmung. Au, geh zurück. Alter Verwalter. Durch die Fackel hätte es eigentlich hochgehen müssen. Jo, jetzt passiert noch was. Na, müssen wir warten, bis das Feuer hier aus ist. Jetzt. Wo war die Wahrnehmung? Na, das war die Falle, Digi. Achso. Aber hier hinten geht Alex jetzt hin. Dann geht's ja nur links um die Ecke. Da ist noch eine Kiste, aber da ist was. Man kann die Köpfe jetzt hier durch. Wollt ihr die Schädel mal hier anquatschen? Pfeiler, kannst du die anquatschen? Weil mir sagt, man kann Moment nicht verwenden. Ja. There's something engraved on this skull. Living, a torment of sorrow and strife. Sorgen sind eine Pein. It's a poem. It continues.
is a burden to great and to Bürde für groß und klein. We faithful cure mortals a burdensome life. Heiligen, Sterblichen und die Verbündeten. Ui, da ist jemand zum Quatschen, wir sollten warten. Sorry. Geh hier auch nicht rein, Digga. Ich guck mit WASD. Aber es hat hier irgendwas mit Baal zu tun. Nice. Mhm. Okay, Pyler ist Quatsch, würde ich sagen. Oh. Pyler kann quatschen. Der hütende Todesritter. No one back home will ever believe this. Was hütet er denn? Also, meine Kamera ist so anstrengend, ey. Okay, ich komme ins Gespräch. Okay, wir sind im Kampf. Alter, was hast du gemacht? Gar nichts. Ich denke mal, das ist durch dich passiert, weil sie sich erschreckt haben. Weil du der Eulenbär bist, ja. Richtig. Ja, naja, was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Oder halt mein Geist. Eins von beiden oder wir beide zusammen. Aber ich habe noch nichts gedrückt. Aber, ey, aber komm, ist doch egal, wir hätten sie doch eh platt gemacht. Alter, 162. Wir wissen doch, wie wir spielen. 138, okay, die sind heftig. Aber gut, kriegen wir hin. Ich geh mal mit meinem Geist ran. Warte mal, ich guck erst mal, was die für. Das sind nur drei Gegner, das kriegen wir hin. Giftresistent, Immunität und Nekromantie. Sonst können wir alles machen. Und die Kleinen, das Gleiche. Dann nehme ich mir den linken Kleinen erstmal mit meinem Geist vor, wenn ich dahin komme. Jo. Krieg dann mal ein paar Feuerschellen. Geil, Dicker. So. Auch gut. Mal gucken, was Alex macht. 58 Schaden. Und den anderen hast du irgendwie auch noch Schaden gemacht. Stehst du denn? Den 238er, geil. Ich hab dich durch den Kamerawinkel nicht gesehen. Hat er versucht, hat er. No. Ich bin alleine dran, okay. Wie soll ich angreifen am besten? Na, der Dicke greift nach dir an, aber David kann gerade eh nicht so viel einstecken, sonst mach erstmal den vor dir. Dann kriegst du bestimmt von denen danach ein bisschen aufs Maul, aber du kannst das ja wegstecken. Oder sagt David eher hier oben noch ein bisschen freilassen, willst du wieder reinjumpen? Ich würde runterjumpen zu deinem. Lass die beiden stehen noch da oder sind die als nächstes dran? Ah, der Ende ist als nächstes dran. Also, willst du mich sagen, wo die zwei stehen, ja? Naja, wenn der da hinten stehen bleiben würde, dann könntest du dahinter springen, aber es bringt ja nichts. Wir wissen ja nicht, wo er hinläuft. Ja, mach den Einzelnen erstmal platt. Ja, piek den zu Tode, Jusen. Wie fehlt gerade der Sound beim Zustechen und so bei mir? Ja, ich höre bloß Jusen. Ah! Und das andere fehlt. Und hör den Würfel würfeln. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht auf meinem Charakter bin. Nö. Gib's ihm Jusen. Na, 10 Schaden haben wir oder nicht haben, wir. Ah, cool, die sind aber da stehen geblieben, David. Da müsstest du doch genau hinter die hüpfen können. Hier so hin, oder? Ja, warte. Dann gehe ich bei dem hier vor mir auf Nahkampf. Scheiße, ich komme nicht hinter die gesprungen. Aber ich kann, warte. Willst du nicht nach da laufen und dann hüpfen? Nee, das ist zu wenig. Und können den beiden Schaden geben. So ist die Frage, so, wollen wir erstmal den einen killen? Hauen um. Soll ich zuerst, oder? Sonst hau du zu und dann können wir ja, kann ich ja gucken, was ich noch mache. Erst David und dann guck beide, was er machen kann, genau. Weil bewegen kann ich mich ja nicht, Ding. Ich hau ihn halt näher an deine Richtung. Ne, was soll denn passieren? Ich hab ein Schild vor der Nase. Ist sowieso besser, wenn David als erstes. Weil er hat noch Konzentration auf Pyler mit Wanken machendes Niederstrecken. Jetzt so. Bloß nicht mehr. Doch, aber wenn immer ich noch. Ihn töte, dann kann ich nochmal angreifen. Ja, na hau durch, Digga. Ich hab jetzt oder soll ich jetzt nochmal. Wenn du jetzt nochmal draufhaust, kann ich ihn vielleicht finishen und dann kann ich nochmal angreifen. Also ich habe ja, noch einen Angriff habe ich noch. Kannst du dem Feuer ein bisschen Schaden nehmen, geben? Naja, wenn ich meinen normalen Feuerball mache, 3 bis 30. Das ist ja eine Glückssache, David.
Versuchst hast du nichts, was, wo du berühren kannst vielleicht und einen heftigen Schaden? Weil der ist ja direkt vor dir. Na, oder kannst du drei oder vier dir dein Leuchtestrahl oder sowas machen? Da kannst du doch mehrere auswählen. Ja, Leuchtestrahl könnte ich machen. Weil bei der Wolke hier, nee, da treffe ich Jusen mit, das bringt alles nichts. Ich mach meinen Strahl. Standardmäßig dreimal, mal gucken, wie viel er denn noch hat. Warum greift er dich an? Ja. Wegen der Konzentration immer noch. Achso. War es 40? Nee, war nicht so geil, David. Sorry. Egal, kannst du jetzt noch was machen, David? Ja, ja. Ich hätte gedacht, wir treffen vielleicht mehr. Okay. Na dann. Was soll man tun, Leute? Mhm. Was hat Jusen jetzt da drauf? Gleiche wie du. Ah, okay. Was ich hatte, ja. Ich hab's ja nicht mehr. Gut, wen greife ich denn jetzt an mit meinem Feuervieh? Könnte da oben auch erstmal mit meinem Feuervieh wegkommen und dann hau ich mit auf den. Nee, drauf. Du kannst nicht weg von ihm, du stehst zwischen zwei. Klar, kann du, kannst dich teleportieren, ja. Aber genau. hau doch die hier oben erstmal, du stehst doch genau zwischen. Warum aber denn habt ihr Platz, um was zu machen? Weißt du, was ich meine? Dann stehe ich nicht im Weg. Wir greifen punktuell an, Dicker. Wir haben keine AOE-Schaden. Ist egal, ich mach das jetzt, was ich denke. Ist bei irgendeinem Vorteil, Alex? Ich hab schon angegriffen. Ah, okay. Just out of view. Wie haben sie denn alle noch? Der hier ist fast tot, ne? 21. Jetzt hat er nur noch 16. Das mochte er wohl gar nicht, Alex, deine Parade. Oh. Mehr oder weniger. Hat er nicht so gut. Na, wenigstens habe ich Oma ein bisschen Schaden getankt. Ist doch in Ordnung. Genau, Jusen. Hau einmal den und dann hau noch den anderen. Nicht den da. Den da. Nicht David Horn. Bitte nicht. Beide daneben. Mega. Schade. Wäre gut, wenn sein Rettungswurf nicht gelungen wäre. Oh, die sind auch im Topform wie du, Jusen. Oh. Mal einen Schritt nach hinten, mal einen Schritt nach vorne. Das ist eine Bonusaktion, warum nicht? So. Den Speer habe ich in der Hand, ja. Perfekt. Jo. Jetzt haut gleich der Boss zu. Hehe. Hehe. Das ist ein ganz schöner Idiot. Na, versuch vielleicht, keine Ahnung. Kriegst du den 75er tot? Ja, das wäre cool. Ich würde erstmal abwarten, was ihr macht, bevor ich irgendwas mache. Okay, also, Ding ist auch erstmal gut. Und jetzt hämmer rauf da, ja. Und nochmal, und nochmal. Komm, einmal geht noch, oder? Nee, okay. Schade. Ich doch. 9. Aber ja, einmal konnte er noch, das war gut. Soll ich den 9er einfach platt machen, standardmäßig? Jo, hau den 9er weg. Ja, hau den weg. Boah, dann sind wir gleich wieder dran. Okay. Ah, Leben! Das ist nicht schlimm. Top, top. Wenn ich dran bin, kann ich den wegkriegen, dann hab ich nochmal einen extra Zug, das wäre nice. Cool. Cool. Okay, der ist down, okay. War ja ein netter Versuch von ihm, war David. Mhm. Peng fällt auch. Ich würde sagen, erstmal der Feuerelement. Pfeiler, mach erstmal was mit dem Feuerelement. Und dann geh mal weg ein bisschen, wenn es geht. Okay. Hätte vielleicht doch den anderen ausprobieren sollen. Wird das gehen ein bisschen weg, wenn es geht? Vielleicht komme ich ja immer noch Porten nach dem Laufen lösen. Achso, okay. Das ist so geile bei ihm. Ich kann komplett mit ihm laufen. Stolin, du oder ich. Und noch Porten.
Du. Soll ich näher rangehen? Hilft das dir? Dann greife ich erstmal an, vielleicht. Ja. 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 Piekst ihn zu Tode. Okay. Was nicht mehr übrig ist. Durchlöchert den Schweizer. Soll ich näher rangehen oder geht das? Nee, reicht mir. Okay. Hat noch 60 der Hund. 50. Ich gleich wieder auf. Oh, die Schaut wieder ab. Naja, muss er ja. Ist für ihn ein bisschen blöd, wenn er direkt vorsteht. Ja, ist dann schön. Aber wie es gerade aussah. Hit, hit. Ich geh weg. Ich bin weg. Sehr gut. Platt, David. Ey. Muss doch schon treffen, damit er umfällt. Schlag gleich Jusen nochmal. War schneller. Ja, ich glaube, die 55 Schaden habe ich gemacht. Aber ich habe auch getroffen gleichzeitig. Oh. Ist alles bei mir gleichzeitig aufgeplumpt. Okay. Ja, nice. Danke, dass ich mal gucken konnte, Jusen. Sorry, ich bin kleiner Fettfinger. Jetzt bist du eh überladen. Ich nehm dir mal, warte mal, hier ist ein Schild der Unfrommen. Das ist vielleicht was für Peiler. Ja, ich müsste nochmal auf Klo, bevor wir hier durch die Tür gehen, ja, Leute? Ja, ich werde wieder da. Mach das. Bei Rettungswürfen gegen deine. Wir müssen erstmal kicken. Oh, ja, das ist nice. Das ist nice. Könnt ihr mitgucken, wenn ihr wollt. Das Schild jetzt, meinst du? Ja. Boah, man sieht nicht alles. Dein. Furcht hat. Nee, deine Gegner sind bei Rettungswürfen gegen deine Zauber oder Aktion, die Furcht zufügen, im Nachteil. Achso. Naja, aber er hat ja Zauber, die Furcht zufügen. Und du hältst einen Zauberplatz mehr, das kann sein Schild nicht, oder? Genau, ja, du hältst einen Zauberplatz mehr des ersten Grades, ja. Und Schildschlag hat er auch mit drin. Ja. Ja, aber dann hat er seinen heilenden Beistand nicht mehr, ja. Naja, aber Beistand kann ich ja immer, können wir ja zaubern durch die Schrift rollen. Obwohl, nee, was ist das Schild der Hingabe? Was bringt das? Ach, heile dich und erhöhe deine Trefferpunkte. Hat er nicht hier, er hat doch hier irgendwo eine Schriftrolle mit Beistand. Kann er doch zaubern. Dann haben wir doch alle fünf hier. Kann ich ja mal zaubern und dann ist gut. Wie? Lass ihn die doch lernen. Er kann die nicht lernen. Mit die Beistandszauber auch. Okay. Oh, nochmal alle fünf extra Leben. Ja, yeah, nice. Dankeschön. No. So. Was haben wir denn hier noch? Plattenrüstung des finsteren Streiters. Eine schwere Rüstung. Und Panzerhandschuhe des finsteren Streiters Wunden verursachen. Nekromantie-Zauber des vierten Grades. Nee, das hat meine Handschuhe besser. Also nee, die bräuchte ich nicht. Oh, sind die schwer oder mittel oder sind die leicht? Da gibt's keine. Das sind einfach Handschuhe. Doch. Nee, doch. Ich hab zum Beispiel mittlere Rüstung Handschuhe an. Ja, das sind einfach nur Handschuhe. Okay. Nee, bei deinen Handschuhen steht auch nicht mittel. Achso, da unten. Ja. Muss ich mal gucken. Auch mittlere Rüstung. Okay. Hätte zum Beispiel Paladin nicht dran. In dem Fall. Naja, ich glaube nicht. Aber na, braucht auch keiner von uns so wirklich Wunden verursachen. Jetzt nicht so den krassen Effekt. Aber das Schild wäre halt für Peiler ganz praktisch, sagt er. Das Schild bräuchte Peiler wahrscheinlich, ja. Oh, du hast einen Trank der Wolkenriesenstärke gefunden. Was? Nice. Gleich gesteckt. Hab ich mir schon gegrabt. War klar. Kleiner Fettfinger. Hey, hallo. Lusen lootet schneller als sein Schatten. Ja, wirklich, ja. Da.
Da denkst du ja schon so, huch, was ist denn alles? Da ist der Finger gleich auf der Leertaste. Ich weiß auch, warum du so voll bist. Du hast einen toten Hund im Inventar. Zina. Ach, Jusen, ey. Ja, dafür hast du ein Skelett in deinem Inventar gehabt. Ja, hab ich schon rausgeschmissen. Ja. Danke, so alle. Hast du bestimmt zu Hause in deine Truhe gepackt. Nee, klar. Ah, das war dieser Hund, der stand. Okay. Ja. Den hab ich aus Versehen eingepackt. Okay, okay. Deswegen konnte seine Seele nicht. Ja, verkaufen. Wie, du kannst keinen toten Hund verkaufen, ist ja seltsam. Ah, gut. Dann, ich bin auch gleich wieder da. Alles klärchen. Kann man Schafskäse einfach so auf Toast packen? Klar, schmeckt bestimmt lecker. Hast du noch was dazu? Oder einfach nur den Schafskäse? Ich wüsste jetzt nicht, ich könnte halt Salami dazu essen, keine Ahnung. Ja, klar, aber auch nicht. Ja, meinst du, das schmeckt? Ist das nur Käse und Salami, sag ich mal ganz ehrlich. Ich würde es essen. Ja, was ist halt Feta, beziehungsweise Hirtenkäse, ich weiß nicht. Aber Käse ist Käse, Digga, weißt du, was ich meine? Ist doch egal, wie es zubereitet ist, so. Käse passt so, wo er ist. So. So. Alter, es wird nicht mehr viel zur nächsten Stufe. Krass, Alter. 343, das kriegen wir hin. Mhm. Ein super Full Level. Nicht Full Level, aber Level 12 auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt jetzt Level 20, geht's oder? Da geht's nicht, Digga. Nee, du bist Level 12? Mhm. Sicher, sicher. Muss Alex der Tor noch knacken, wa? Nö. Ja, entspann dich. Das ist einfach nur. Alter, nimm erstmal das Schild, was du im Inventar hast. Genau. Okay. Schild der Unfrommen heißt das. Genau. Das ist gut für dich. Weil du hast einen extra Zauberstufe 1 Platz. Nice. Hat er auch so schon. Aber nicht mit dem Schild, was der hat. Genau. Weil man einen Schlüssel. Nein, mit deinem Schild hat das nicht? Nee. Ach, du hast eine Schüssel von mir genommen. Frechheit! Fick er sich. Deiner Fettfinger. Was los da? Du meckerst doch immer, ey. Jusen, ich mecker hier gar nicht. Und dann sag ich mal aus deinem Hals auch wieder, oh, Fettfinger. Ja. Genau so. Ja, ist doch kacke. Da cool, vorne sind drei. Ding das nice. Ja, drei Typen. Okay, ich speichere dich davor, los. Nein, warte doch mal. Ei, Alter. Ach, Mann. So würde ich halt spielen. Ja, ist mir klar. Erstmal kennenlernen die Situation hier. Hau rein, ne? Aber wir speichern. Okay, ich speichere schon mal gut. So. Ich bin hier oben. Darf ich Jusen Fettfinger reinrennen? Ja, mach. Okay, ich renn rein. Einfach so. Das ist bestimmt voll. Nee, Jusen hat vollkommen recht. Was? Oh, ich bin in der Cutscene. Mein anderes Schild ist besser. Warum? Na, steht doch da. Zusätzlicher Zauberplatz. Du erhältst einen des ersten Grades zusätzlich Zauberplatz. Genau, das, was du erst genommen hast. Das genau. Neue Schild. Wenn ja. Ich das jetzt. Nee, das alte. Das alte hat aber nicht diesen extra Zauberplatz. Doch, hat's auch. Hab ich ja auch schon nicht gesehen. Steht doch da ganz oben bloß bei dem. Okay. So, okay. Na, dann ist doch gut. Also ich bin ja krass, wie gesagt. Dann lass ist das, was ich vorher hatte, besser, weil dann habe ich noch diesen Dann lass das, komm mit in die Cutscene. Okay. Dann tausch ich doch mal, wenn du willst, und dann los her. Bin da. I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. Meine geile Stimme, finde ich. The would-be unholy assassins of Baal. But you do not belong here. Ist das nicht, Mufasa? You are not fit to be judged. Ich hätte jetzt eher Kratos gedacht im Englischen. Nee, hier, Olle. Wie heißt er? Mann, der Dicke. Wann wir den angegriffen hast? James Earl Jones heißt der. Ja, okay. Na, entweder aber erstens oder drittens eigentlich. Weil zweitens bedeutet doch, dass du dir einen Körperteil abhacken müsstest, ne? Nein, ich konnte mich nicht dazu durchringen.
Körperteil okay. darfst du halt nicht einmal für einen Gott. Ah, oh, okay. Aber hast du doch, du hast ja doch ein Auge rausgenommen. Ja, und ich bin Gott. Wir haben ja auch von anderen Menschenkörperteile mit dabei oder so zum Teil. Ist entweder drittens oder halt drittens. Man kann doch erstens. Wollen wir sie platt machen oder wollen wir erstmal erstens drücken? Ein Auge hast du doch schon verloren. Wenn du jetzt noch was anderes verlierst, ist doch nicht so schlimm, oder? Okay. Slow thy tongue, dread sister of mine. Der Angreifer ist im Stuhl. Ich bin Krieger, Leute. Ich will kämpfen. But no stranger to slaughter. Ja, komm. Ich bin kein Knopper, sonst so, Digga. Will have his offering. Ja, nice. Kämpfen, Alter. Nice, geht da. Okay. Musik erst laut werden. Kommt jemand rein in den Kampf? Geil! Nee, David und Pyler sind noch draußen. Das ist geil. Wir können von außen ein bisschen kurz bekämpfen. Ich gehe irgendeine Attacke machen. Irgendeine Attacke machen, aber nicht zu nah. Versuchen wir eine Attacke zu machen, bevor du drin bist. Alex ist oben rechts, ich gehe nach oben links. Okay. Genau. Aber pass auf, dass du nicht reinkommst in die Story schon. Vielleicht kannst du von außen noch was hinkriegen. Versuch seitlich vorbeizufliegen. Ja, geht. Und Ben eigentlich. Der vor mir, vielleicht kannst du da irgendwas machen. Oder die da hinten, die da bei den Stühlen stehen, falls du sie siehst. Aber die haben ja, nicht viel. Ja, da könnte ich was machen, aber warte mal, ich guck mir die erstmal an. Ja, die haben nicht vielleicht viel. Vielleicht kannst du eine AOE-Schaden machen irgendwie. Na, dass Feuer du wieder, weil geht der durch. Ja, die haben keine Resistenzen. Also der nicht. Schillig. Die haben Resistenzen. Feuerball auf alle vier machen. Na, dann let's go. Soll ich einen krassen Feuerball auspacken oder Standard? Machen wir einen krassen. Wir machen bald eine kurze Rest, denke ich. Aber nicht den allerkrassesten. Na, dann mache ich nur Stufe 4. Davon habe ich noch 3 Stück. Na gut, dann mach das. Okay. Sehr schön. Jo, das hat schon mal gut funktioniert. Denn ist Alex dran, ne? Oder wer macht das? Achso, ich kann reinspringen. Und dann hüpf rein. Nice. Sehr gut, sehr gut. Das ist wie ein Länderspiel. Dann teilt ihr erstmal aus, damit die Aggro auf euch ist und dann haut Alex zu, oder? Ja, ich würde den Dicken vor mir auf jeden Fall versuchen zu übernehmen erstmal. Okay. Wo er auch Shaolin gerade hin macht. Immun gegen Bosheit, oh, okay. Und mein Feuerelement kann ich auch nicht. Bleibt der Link bis... Ja, nice. Mhm. Wenn ich dran bin, liegt er noch, dann kann ich den schon... Damage. In den Arsch pieken. Ja. Pistolischer Rückzug ist auch immer gut, oder? Ja, aber ich reagiere. Ich weiß jetzt nicht. Achso, doch, das sind ja verschiedene Gegner. Ja, ja. Ja, dann mach ich das mit, ja. Oh nein, Heiligtum hat er drauf immer. Wie viele Runden? 10. Boah, mies, Alter, okay. Ja, so lange bis er Schaden macht. Soll ich den am Boden schlagen mit meinem Feuerelement oder soll ich... Mach einfach ein paar Schläge auf ihn, damit Heiligtum... Du kannst ihn nicht schlagen. Heiligtum sagt, du kannst ihn nicht angreifen. Lass lieber den anderen töten, bevor der die Waffe weiter abwaffnet. Ja, aber wenn du ihn schlägst, geht doch Heiligtum einen runter, oder nicht? Nein. Das ist was anderes. Achso, okay. Du kannst ihn nicht angreifen mit Heiligtum. Krass, die haben den noch wieder geheilt, okay. Wa? Ja, das wegen die außen töten. Ja. Jusen steht ganz schön dicht dran. Ja, warte. Ich geh weg. Alles gut, war ein Fehlstand. Ja. Krasser Scheiß. Der hat die Aggro noch auf dich. Ich kann mich noch bewegen, Jusen, wenn du wieder ran willst. Dann stelle ich mich jetzt hinter den. Sehr gut. So. Okay, die drei sind weg. Gut. Oh, wir haben alle einen Stufenaufstieg. Sehr gut. Kann jetzt den am Boden angreifen, aber es bringt nichts. Ja, doch. Schaden ist Schaden. Ich gehe mal hier nach hinten. So. Der hat immer noch Heiligtum drauf. Okay. Ah, okay. Oh. Okay. Welchen Schaden geht trotzdem?
Ah, Flächenschaden geht, ja. Oben bleiben. Mach ich vielleicht mehr Schaden? Warum komme ich hier nicht? Und Heiligtum ist weg? Nein, Heiligtum ist noch drauf. Ja, sorry, ich war so euphorisch. Ich war so euphorisch, gebe ich zu. Ah. Warum ist das? Ach komm. Weil du ein fucking Eulenbär bist. Alter, 20 Mal angegriffen, okay. David hat jetzt nicht mehr viel. Ah, cool, mentale Erschöpfung. Mhm. Oh, schade. Das war's, Leute. Oh. Du solltest da weg. Zur Hilfe. Soll ich ihn blenden, dass er vielleicht nicht mehr zuhauen kann? Oder versuchen festzuhalten? Mit Personen fesseln? Probier dich aus, Diggi. Ich überlege gerade, ich könnte auch auf mich einfach Heiligtum machen. Ich könnte ihn fesseln, ich würde es zu 95% schaffen. Probier dich aus, Diggi. Na, mach dann mache ich das. Jo. Da ist er. Hm. Und wechsle ich mal meine Position, damit ich im nächsten Fall ein bisschen besser kann. Er ist verängstigt und hat 25 Schaden. Ist doch schon mal nicht schlecht. Er ist auch immer noch gelähmt, glaube ich, oder? Ja. Ja. Ist gelähmt. Deswegen habe ich gewartet, bis du was machst. Jetzt könnt ihr alle zuhauen. Und alle Treffer gegen ihn sind kritisch. Ja, deswegen. Das ist ja gleich tot. Nice, Leute. Und den Zauber ist auch einer der Zauber, den kann ich auf Stufe 2 bis Stufe 6 anwenden. Das geht bei, nicht bei allen Zaubern, aber das ist manchmal echt ganz cool. Warte. So, jetzt kann ich beenden. Hab ich nochmal ein bisschen geheilt. Zwar nur 3, aber hey, 3 haben oder nicht haben. Oh, David kann sich auch entweder noch heilen oder zuhauen. Na, überleg gerade. Na, hau doch zu, David. Er kann noch eh nichts machen. Und jeder Schlag ist kritisch. Ich überleg gerade was. Ach komm, machen wir einfach zu. Oder? Ah. Schwarzes Loch in der Hand, Leute, geht weg! Kannst du da vielleicht weggehen dann? Sehr gut. Okay. Hä? Oh. Er kam raus oder was? Krass. Ja, okay. Da stand doch aber 10 Züge und so, es steht so im Zauber. Ja, er macht ja jedes Mal so einen Rettungswurf. Okay, das ist halt immer so, egal was für ein... Das ist halt, was ich meine. Selbst wenn du einen Zauber hast, dass du ihn kontrollierst oder sonst was, er kann nach der nächsten Runde einfach weg sein. Tyler, mach du mal mit deinem Feuerelement als erstes. Ich habe 5% Chance, dass ich ihn treffe. Kannst du ein bisschen weggehen, vielleicht mit deinem Feuerelement? Ich kann danach auch noch weggehen, nach dem Hauen kann ich noch weggehen. Aber wenn du vorher weg bist und dann eine bessere prozentuale Chance hast? Na, er hat aber... Naja. Das ist egal, machen wir. Nur ein bisschen weit weg. Wie weit geht das? 18 Meter. Okay. Und jetzt vielleicht ihn versuchen zu treffen, vielleicht hast du eine bessere Chance. Na, ja, hat doch gut funktioniert. Gut, David und Pyler nochmal als Charakter. Guck mal. Und dann ich und Shaolin, würde ich sagen. Ist vielleicht die beste Situation. Ich könnte mal so weitermachen. Ich könnte ihn auch blenden oder so eine Sachen. Dann kann er immer nichts weiter machen. Also, jede Runde. Aber mir ist egal, ich kann halt auch Damage machen.
Ja, lieber Damage. Was machen wir denn? Er hat noch recht viel Leben. Ich weiß nicht, was besser ist, Pyler. Na, wenn du ihn liegend oder schlafen packen könntest, wäre auch nice. Oh fuck, steht Musen im Weg. Ich kann weggehen, vielleicht. Nee. Ich überlege ja noch, was ich mache, Digi. Zauberstufe 3, der würde voll klar gehen und würde eigentlich gut Damage machen. Könnten aber auch einfach die Eisklingen einfach einen Zauber nehmen. Könnte auch ganz gut Damage machen. Ach, mache ich einfach. Ich will aber Yuzen nicht treffen. Kannst du ein kleines Stück zurück... Nee, warte mal. Der trifft nicht gut. Alles ist schon mal egal. Ich kann mich leider nicht bewegen, Pyler, weil er mich sonst angreift. Und dann kann ich mich noch ein Stück bewegen? Ja, kann ich. Dann gehe ich mal... So. Oh mein. So, Yuzi, hau zu. Hope your soul is in good hands. Schade. Alex, wenn du über ihn drüber fliegst, einfach hinter ihn? Okay. Your blood belongs to Baal. Und da willst du David, wie es aussieht. Da will David töten, ja. Hallo? Schildhieb! Mach mal bitte. Ich helf dir mal. Oh, trotzdem. Trotzdem okay. Tot. Ja, was alle zuhauen. Haha. Ja, wir können ja David wieder aufheben dann. Genau, also erstmal Pyler auf ihn wieder bitte rauf. Erst mit deinem Feuerelement, dann mit deinem Charakter, dann komm ich und schau ihn hin. Wichtig ist. Im Nahkampf kann ich eigentlich nichts machen. Ich muss eigentlich den Flächenschaden machen. Dann mach ruhig. Okay, das war der Elementar, ne? Ja, perfekt. Ja. Jetzt noch dein Charakter. Guck ab, was ich mache. Es könnte in die Hose gehen, wenn ich jetzt nicht vielleicht mal was Besseres auspacke. Oder ich muss ihn wieder festhalten. Also das ist Zauberstufe 2. Mach mal Schneesturm oder Schneewand. Ich könnte ihn zu 100% festhalten, dann mache ich das wieder. Ja. Was ist mit Schneewand? Nee, halt ihn mal fest. Nee. Weil dann kritte ich. Immun gegen gelähmt. Immun? Hä? Vorhin ging's doch. War es wäre cool gewesen, wenn das Feuerwechsel weg. Okay, gut. Kannst du nichts mehr machen, oder, Pyler? Nee. Gut, ah, dann. Weil seine Geister da sind und vorhin waren die nicht da. Okay. Nee, jetzt kann ich nichts mehr machen, ne. Okay, gut. Dann beende ruhig. Schau den, ich greife an, ja? Mach mal. Wird zwar Schaden nehmen, aber ist egal. Ich hab mir den Lähmungszauber nochmal reingeholt. Alter, es nervt mich. Heiler, hast du nicht diesen Zauber, dass er denn sich nicht mehr heilen kann? Kann er doch eh nicht. Also eine seiner Fähigkeiten sagt, dass jeder Angriff ihn heilt von 4 bis 24. Nee, aber nur von dem... Achso, da. Servox Angriffe heilen ihn jetzt um jeweils... Okay, krass.
Deswegen wollte ich ihn eigentlich am besten festhalten. Weil wir dann Kritten war halt, ne? So wie vorhin, ja. Oder weil ich meine, seine einzelnen Geister kann man ja nicht angreifen. Das stimmt. Aber ist das auch nicht die eine Nekrofähigkeit, die verhindert, dass er sich heilen kann? Mach ich kaputt! Nur noch 54 der Wixi. Diese Sackratte. Ja. Soll ich dir helfen, Alex? Ja, am besten, dass er sich nicht heilt. Okay. Alles egal. Ist egal, was er für einen Schaden an mir macht. Er heilt sich trotzdem. Ja. Haha. Machen wir dann. Oh, sehr gut. Ich so. Überlebt hat. Selbe Reihenfolge wieder. David kann nichts machen. Dann Pilar. Probier's mal mit einer Schelle. Erstmal wieder Pylaros-Modus. Jo. Aber jetzt treffen wir ihn besser. Seine Dinger da sind weg. Oh, beide getroffen, das ist schon mal gut. Naja, geh jetzt immer, genau, geh weg mit dem Ding. Seine Rüstungsklasse ist um 8 weniger jetzt. Weil die Dinger da weg sind. Das ist schon mal sehr gut. So, Pylaros Hauptcharakter. Aber ich glaube, ich kann ihn, glaube ich, schon töten. Dann kick it, wenn es geht. Jo. Und zieh durch. Perfekt. 1495. Achso, wir sind Level up. Ja, jetzt auf jeden Fall Level up. Gut, wie spät ist es? Jedes Mal, David. Perfekt, jetzt können wir einfach hier nochmal Level up machen, oder? Tief entspannt. Wie wäre es, wenn ich erstmal aufhebe? Nö. Achso, ja, stimmt. Ich mal David auf. Und dann lootet mal. Ich muss mal ganz kurz pinkeln, dann können wir nochmal ins Level up reingucken. Ja, ich kann nicht looten. Warte doch. Der Hund ist ja weg. Ich kann wieder looten. Bin gleich wieder da, Leute. Aber Charlie nimmt mich schon wieder alles weg. Ich kann gar nichts looten. Diesmal war ich mal schneller. Hätte Stolz, Rudi, nehme ich. Oh. Hier ist ein Schlüsselloch bei mir. Hier ist ein richtig geiles Schwert für dich, Husen. Echt? Boah, sag mal. Hast du eingesammelt? Ja, ja, ist bei mir drin. Schwert des Chaos. Treffer, Trefferpunkte zurück. Okay, was heißt es, wenn ich Trefferpunkte zurückbekomme? Naja, bei jedem Treffer, den du machst, kriegst du 1 bis 6 Trefferpunkte zurück. Du heilst dich um 1 bis 6 für jeden Treffer, den du machst. Und da du viermal angreifst. Das ist krass. Aber ich weiß nicht, ob ich den werfen kann wie mein Speer, weil der Speer ist schon immer noch ziemlich krass. Nee, werfen kannst du dir nicht wie dein Speer. Ist ja ein Zweihänder, also ein Großschwert, zweihändig. Aber du heilst dich. Also, du könntest dich pro Runde um 24 Trefferpunkte heilen. Das stimmt. Das ist aber schon. Das ist aber der Speer, den ich habe, der hat ein paar extra Gimmicks drin, die auch ziemlich geil sind. Aber du könntest dich pro Runde um 24 Trefferpunkte heilen. Natürlich, ja, aber die anderen haben einfach mehr Damage. Also das, was ich momentan habe, hat einfach mehr Damage. Ich nimm's gerne zu mir. Glaube ich nicht, dass sein... Doch, guck doch mal bitte hin, was das da noch kann. Diesen diesen komischen Ziel 4 Blitz. Und diesen Ziel 4 Pause, ey Dicker, das ist nochmal extra Scham, was ich nehmen könnte. Nur aufgrund der Waffe. Und das andere heilt halt nur. Klingt zwar doof, aber da macht der Speer einfach ein bisschen mehr Schaden. Usen ist abhängig nach Heiltränken. Mir ist es egal. Dann mach was du willst. Also ich hab hier was Großes leider gehört. Wie gesagt, wenn ich den Speer werfe, kommst du auch immer wieder zurück. Das ist auch ganz geil, wenn ich jetzt gerade nicht zum Gegner ankomme. Aber die Waffe behalte ich erstmal. So ist es nicht. Was sagst du? Ich habe hier was Großes geöffnet, aber wir machen ja demnächst Schluss. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir erstmal Dings und dann. Na, oder wir kämpfen. Nee, das ist dieses. Ah, ich weiß es, okay. Ich würde jetzt nochmal kurz leveln und dann Feierabend machen für heute, oder? Jo. Level 12. Gut, dann skillen wir jetzt erstmal. Das ist natürlich auch gut. Oh, ein neues Talent habe ich.
Aber müsstet ihr alle haben, ne? Jo. Nimm ich. Ulte Frostfähre erzeugt einen Wirbel. Cool. Eiskugel, die werfen und Frostexplosionen erzeugt. Gucken wir mal rein. Verwenden. Oh, kann auch ein neues Talent. Schön. Sohn beherrschen. Lass eine humanoide an deiner. Lass einen Numanoiden an deiner Seite kämpfen. Wenn immer die Kreatur Schaden erleidet, führt sie einen Weisheitsrettungswurf gegen die Beherrschende aus. Verbündete. Okay. Also sind auch immer Rettungswürfe. Monster festhalten ist ja auch klar. Mächtige Unsichtbarkeit, Alex. Jo. Mächtig. Okkulte und verwüstliche Fähre. Schließe ein Ziel in eine Fähre aus schimmernder Macht ein. Die Energie, Schaden blockiert, okay. Fluch. Verfluche eine Kreatur überrollt. So. Nice. Okay. Flimmern ist eigentlich, oder? Gegenzauber. Nähsturm. Beschwöre einen Sturm, der die Konstitution mit Zauberwirkung feiert. Okay. Karnes Schloss. Brauche ich nicht. Alex ist der Schlossknacker. Verbessern. Lange Schritte. Das ist eine normale Aktion, aber ist ja auch scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir zwei Sachen aussuchen. Ich finde die alle nicht so doll. Und wer ist jetzt raus? Der will, glaube ich. Ja. Nee, den Peiler. Ja, bei mir konnte ich jetzt auch nicht so viel krass killen. Ich habe halt einfach nur auf Stärke nochmal gemacht. Aber ich hätte gern die Fähigkeit Schattenschritt irgendwie, das wäre echt nice. David? Kannst du eigentlich zweihändig kämpfen? Mit schwerer Rüstung? Wahrscheinlich, ja. Willst du vielleicht dieses Schwert haben, was Jolly mir gegeben hat, mit der extra Heilung?
klingt geil. Ja, stimmt. Warte, da steht ja nur, bei einem Treffer erhältst du 1-6 Punkte zurück. Ja. Bist du es haben? Wenn du es tragen kannst? Nice. Dann müsstest du, glaube ich, aber halt das Schild halt wegwerfen, ja. Ja, dann habe ich 2 weniger Rüstungsklassen. Ja, dafür hast du ein... das, was dich heilt. So. Ja. Es heilt sich halt... ja, genau. Wie gesagt, ich finde meinen Speer einfach ziemlich imber, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Also ich würde den ungerne erstmal tauschen wollen, so. Natürlich ist Heilung Heilung. Kann man nicht meckern. Aber, ja. Der Speer ist geil. Also, auch wenn ich den Wetter wegwerfe, gibt schon gut Damage. Ja, dann würde ich vielleicht jetzt noch höchstens noch mal eine kurze Rast vorschlagen und dann können wir eigentlich den Stream beenden heute. Wenn wir anderen geskillt sind erstmal natürlich. Vorher nicht. Geil. Ich glaube, ich habe was richtig... Was gab's bei dir eigentlich, genau? Ich habe ich konnte noch ein Talent aussuchen und ich habe Meister schwerer Waffen genommen. Oh, okay, jetzt kannst du schwere Rüstung und sowas. Ne, schwere Waffen nur nehmen, ja. Nee, das sagt was anderes, Jusen. Ah, okay, dann sag mal. Wenn ich bei einem Nahkampfangriff einen kritischen Treffer erziele oder eine Kreatur töte, kann ich einen weiteren Nahkampfangriff als Bonusaktion ausführen. Geil. Und da ich ja eigentlich permanent kritte, weil alles bei mir ausgelegt ist auf Crit, ja, kann ich eigentlich fast jede Runde nochmal angreifen dann. Das ist cool. Kannst du es auch stapeln, sag ich mal, wenn du 2 Gegner gleichzeitig tötest, dass du auch 2 extra Angriffe hast? Oder nee, ich glaube nicht. Pro Zug ein extra Angriff. Das ist jetzt die Frage. Also, ich weiß nicht, ob das sich stapelt, wenn ich quasi einen Gegner töte, dann eine Bonusaktion mache, noch einen Angriff, noch einen Gegner töte. Blutdurst passt es ja zum Beispiel, da ist es ja so. Habe ich gemerkt. Das heißt, wenn du 2 Gegner tötest, hast du 2 extra Angriffe nochmal. Ja, aber da steht einmal pro Zug. Ah, okay. Bei Blutdurst. Nee, aber ich konnte schon nochmal extra angreifen eigentlich. Ja, einmal pro Zug kannst du extra angreifen. Okay. Wenn du einen Gegner tötest. Bei mir steht aber nicht einmal pro Zug da. Das heißt, wenn ich einen Gegner kritte, ja. Danach dann kann ich einen Angriff als Bonusaktion machen. Durch schwere Waffen. Bonusaktion, okay. Genau, so. Wenn ich dann jetzt, also wenn ich mit dem Angriff als Bonusaktion noch einen Gegner töte, ob ich dann nochmal angreifen kann. Das sehen wir dann, ja. Weißt du, weil bei mir steht nicht einmal pro Zug da, sondern die Bedingung ist nur, wenn ich kritte oder einen Gegner töte, kann ich als Bonusaktion nochmal angreifen. Das heißt, ich könnte eigentlich, wenn ich pausenlos kritte, könnte ich durchgängig angreifen. Ja, das wäre geil. Das wäre wirklich ziemlich geil. Außerdem halt Fehlschlag. Fehlschlag gibt's ja auch noch, leider. Ich hätte erstmal eine Frage an euch, Leute. Let's go. Also bei mir macht halt wirklich mehr oder weniger nur Sinn, weil ich schwere Rüstung aus Versehen einmal geskillt habe und dafür brauche ich mittlere Rüstung. Das könnte ich halt skillen. Alles andere macht eigentlich wenig Sinn. Ich könnte mir da so ein paar Zauber Stufe 1 in anderen Kategorien dazu holen, ist aber Rille. Oder hier einmal 2 Ritualzauber lernen. Aber das finde ich auch Rille. Musst du auch nicht unbedingt skillen, finde ich. Also Rüstung ist eigentlich völlig egal. Ja, eigentlich schon, weil die Sachen, die ich anhabe, sind ja gut für meine Sachen, weißt du? Klar habe ich nicht so einen hohen Rüstungswert, aber ich kämpfe eh von hinten. Genau. Und dann würde ich eigentlich sagen, dass das erste für mich gut wäre, halt erhöhe deine Attribute um 2 oder 2 Attribute um 1. Und dann mache ich auf Intelligenz und dann habe ich Intelligenz 19. Ne, dann machen wir es so. Oder? Was denkt ihr? Ja, mach. Wie gesagt, du bist eh der Typ, der Quatsch und deine Intelligenz, ja, gut. Also was ist denn dein Hauptattribut? Das, worauf du... Kannst du nochmal auf Intelligenz drüber hovern?
Genau, du bist ja ein Magier, ja. Ja, damit sind ja deine Zauber stärker, ja. Richtig war. Alles andere macht bei mir auf jeden Fall keinen Sinn. Wie gesagt, außer mittlere Rüstung hätte ich hier machen können oder mir irgendwo noch andere Zaubersprüche wie Ritualzauber dazu. Aber das ist eigentlich, finde ich, voller Quatsch. Und die geilen Sachen für mich als Magier habe ich hier eigentlich schon gemacht gehabt. Jo. Finde Deswegen ich machen wir gut. es auf Intelligenz fertig. Machst du mehr Schaden mit deinen Zaubern vielleicht? Und hast höhere Trefferquote oder sowas? Finde ich gut. Intelligenz auf 19, ja. Habe ich noch zwei Zauber dazu gelernt, die ich halt noch nicht konnte, die noch okay waren, aber eigentlich war nichts Geiles bei. Ja. Finde ich gut. Oh, David, was hast du da für ein Ding in der Hand da? Ein Morgenstern mit einem Zweihandschwert obendran, ja? Das ist Ja, ja das echt der Geile ist, Tote, Alter. wenn er halt jemanden trifft, kriegt er auch Heilung dazu. Hab ich dich Hat einen auch gehabt. heilenden Schlag, der Heilige. Genau. Und was hast du Also, jetzt aufgemacht gehabt, David? die Tür da, wo du gerade schon fast Ah, durch ja, warst, warte, ja. lass mich jetzt mal speichern. Achso, hier, okay. Bei mir war Wollen wir die. es jetzt noch kurz machen oder wollen wir Feierabend machen jetzt? Nee, wir können Feierabend machen. Ich habe es noch nicht gesehen, weil bei mir war es zu. Achso. Alles gut. Gerade wenn ich Gegenstände haue, heile ich mich nicht. Auf der anderen Seite war auch noch ein sowas wie Gefängnis oder so. War ein Kerker mit Schlüsselbund und sowas. Vielleicht ist das der Kerker, wo man ausbrechen sollte. Ich denke mal, da gibt es noch ein bisschen Loot. Aber ja. Können Im jetzt Kerker. Okay. können ja jetzt erstmal aufhören. Okay. Würde ich sagen. Weil es jetzt 22:05 nicht, dass Pilar wieder Ärger kriegt. Ja, So, dann alles wird er gut. Ich habe Lisa gepeitscht. schon gesagt, dass wir ein paar Minuten drüber sind. Aber nur ein paar Minuten. Keine halbe Stunde. Mhm. Kurze Rast, wir schützen uns nochmal vorschauen und dann nochmal speichern und feiern machen. Ja, Wie ich sehen mache wir beim alle nächsten Mal auch aus? nochmal meine Zauber. Ich habe ja jetzt zwei Zauberplätze mehr. Da kann ich nochmal durchgucken. Ja, erstens bist du fast tot, David. Naja, David kann doch mein Und wir Amulett hätten nehmen. unsere. Aber wir hätten auch unsere Zauber wieder. David kann mein Amulett nehmen. Ich hätte aber wieder Tatendrang, wenn wir eine kurze Rast machen würden. Und viele andere hätten noch einen extra Zauberspruch vielleicht. Wenn wir eine kurze Rast machen würden. Und auch du hättest ein bisschen was davon. Ich hätte nichts davon eigentlich. Du hast nichts für kurze Rast, was wieder Nö, rebufft? ich habe noch nichts verbraucht für kurze Rast, ne? Okay. Aber ich schon. Also eine kurze Rast wäre ganz cool, finde ich. Na Können dann. wir aber nicht usen. Dann mach eine. Dann ist mir das so wurscht. Nein. Okay. Den Fight kann ich noch machen. Lass doch nach dem Fight erst eine kurze Rast machen. Du hast 123 Leben. Was ist Ja, wenn es danach geht, wie gesagt, bei einer langen Rast kriegen wir auch hier und da noch eine Quest dazu, beziehungsweise wir gehen in der Story ein bisschen weiter. Wie gesagt, der ist halt nur lange Rasten vorzuschieben. Ich weiß nicht, ob das wirklich der sinnvollste Das, Plan ist. wir wollen doch jetzt auch gar keine lange Rast machen. Wir wollen gar keine Rast machen. Wir wollen den Fight erst machen und danach können wir eine Rast machen. Also echt, wenn wir hier wieder beim nächsten Mal reinspawnen, machen wir den Kampf und gehen immer weiter. Wir machen keine kurze Rast. Weiß ich schon. Ich Kann tausche ich den Jusen wieder. irgendwie aus dem Spiel kicken? Ja gut, wenn ihr sagt, okay, ja klar, ich werde auf jeden Fall wissen, nach dem Kampf, wenn wir da durch die Tür gehen, dann machen wir eine kurze Rast, dann okay. Aber ich, wie gesagt, ich gehe noch nicht über die Brücke, aber gut. Willst du dann erstmal mein Amulett nehmen, David, dass du dich kurz heilen kannst, wenigstens so ein bisschen? Ja, das wäre auch gut. Dachte, wir sind jetzt fertig. Ja, du kannst dich doch wenigstens schon mal heilen. Ja. Jetzt fängst du damit auch noch an. Kann denken, dass ich das dann anziehe. Ja, mega. Nimm das Amulett, nimm ein paar Tränke und dann let's go. Cool, ja. Na dann, meine Lieben. Denn haben alle geskillt oder was? Alle haben geskillt, der beteiligt sich noch und dann machen wir Schluss für heute. Nice, da ist er. Dann schiebe ich den auch noch kurz zurecht. David hat noch ein paar Tränke von mir bekommen. Oh ja. Na denn, meine Lieben. Gehabt euch wohl, schlaft schön, bis denn, Antenne. Wir sehen uns spätestens am Dienstag oder Donnerstag. Und wenn wir zwischendurch streamen sollten, oder ich besser gesagt, sage ich euch auf Insta und Facebook auf jeden Fall Bescheid. Jo. Dann sagen wir bye bye. Gehabt euch wohl, bis denn, Antenne. Haut da rein, Tim.
Genau. Ein. Tschüss. Haut da rein, oh, schönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss. Schaut gerne auch bei SMG präsentieren vorbei, falls ihr von uns präsentiert. Tschüss. Tschüss. Du bist sehr beliebt, Alex. Hau da rein. Sehr schön. Hammer. Okay, krass. Wer will speichern nur kurz? Bitte? Nein. Doch, ganz ehrlich, fällt das ja leider schon raus, so, aber ich würde gerne mal ganz kurz nur rundenbasiert gegen euch kämpfen. Ob diese rundenbasiert gegen uns kämpfen? Einen rundenbasierten Modus anmachen. Ja, wir sind im rundenbasierten Modus, ja. Oh, Peiler, Scheiße. Peiler, du bist nicht mehr im Game. Okay, gut. Doch, leider irgendwie noch schon. Scheiße. Nee, der ist nicht mehr. Einer von den Jungs kann mich auch spielen. Darfst du nicht vergessen? Ich muss das machen. Okay. Dann hau ihn auf die Fresse, David. Mach hier die Eiswand, wenn er schräg vor dir steht oder so. Und dann machst du 120 Schaden, wenn du Glück hast. Und wird sogar doppelt. Powerstufe 6. Die Umgebung hat den Zug gemacht. Okay. Naja, egal. Denn gehabt euch wohl, wir hören uns Boys, die Tage und so. Und dann schlaft schön. Jo, ciao, ciao. Nice. Ey, warum kannst du dich bewegen, hä? Es ist rundenbasiert, warum kannst du dich bewegen? Hä? Wir sind rundenbasiert, du kannst dich bewegen. Ein Leben habe ich noch. Schade. Was macht der Element?